Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer Zukunftswerkstatt, zum Zukunftsquartier Paderborn. Viel Zukunft heute. Mein Name ist Julian Petrin vom Büro Urbanista. Wir hatten dann die Ehre und das Vergnügen, die letzten Jahre gemeinsam mit der Stadt den Masterplanentwurf zu fertigen, der jetzt seit einigen Wochen, Tagen veröffentlicht ist. Und wir sind heute hier zusammengekommen, um einen Blick nach vorne zu werfen, um einfach auch schon ein bisschen zu gucken, wie kann es denn jetzt weitergehen? Wie macht man sowas denn? Weil eines ist klar, dieses Zukunftsquartier, das werden wir gleich sicher noch hören, ist eine Aufgabe, die die nächsten 20, vielleicht auch länger Jahre in Anspruch nehmen wird, bis so ein Stück Stadt neu entsteht. Und dafür gilt es, die richtigen Weichen zu stellen. Und welche das sind und wie man sie vielleicht stellen sollte, das werden wir heute ein bisschen beleuchten. Sie sehen hier ein bisschen blässlich die Agenda. Ich will Ihnen nur ganz kurz ein paar Eckpunkte nennen. Wir haben jetzt etwa 2,5 Stunden Zeit. Sie können auch gerne jederzeit nochmal ans Buffet. Wir haben jetzt erstmal 2 Begrüßungen gleich. Herr Dreyer, der Bürgermeister, Claudia Warnecke, die technische Beigeordnete. Und dann haben wir einen Block von 3 Inputs. Hier steht etwas frech Pause drin. Wir haben uns eben verabredet, dass wir das eigentlich ganz gerne skippen würden, weil wir doch diese 3 Vorträge auch im Fluss hintereinander haben würden. Wie gesagt, wenn es dringend irgendwie was noch Nachschub zu holen gibt, können Sie auch gerne aufstehen. Das ist nicht als Unhöflichkeit gewertet. Wir haben 3 Inputs. Ich sage gleich noch was dazu, die uns so ein bisschen auch zeigen sollen, wie ist denn so der Stand der Dinge, wenn es um solche Quartiers- oder Stadtteilentwicklungen geht. Wie macht man es anderswo? Was kann man lernen? Und dann haben wir eine Podiumsdiskussion, wo wir nachher zu 7 plus mir, also 8 Menschen hier oben sind. Hui, das wird richtig voll. Aber wo wir nochmal dann ein paar Dinge gemeinsam erörtern wollen. Und wer da alles dabei ist, erzähle ich Ihnen gleich. Jetzt freue ich mich erstmal auf das Grußwort von Herrn Dreyer. Bitte schön. Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Petrin, für die Einladung und Einleitung. Und ich freue mich sehr, dass wir heute hier zusammen sind, wenn auch in etwas warmer und man könnte auch sagen heißer Atmosphäre. Aber umso schöner ist es, dass Sie sich alle auf den Weg gemacht haben. Ich darf Sie, euch alle, ganz herzlich begrüßen. Und wir haben es gerade schon gehört, wir sprechen hier über ein ganz wichtiges Thema, wenn es um die Zukunft unserer Stadt geht, ein Zukunftsquartier, welches uns enorme Möglichkeiten für die Zukunft eröffnet. Und insofern freuen wir uns sehr, dass Sie alle hier sind. Und wie baut man das Stück Stadt der Zukunft? Darüber wollen wir heute mit Ihnen sprechen. Und ich lade Sie alle herzlich ein. Beteiligen Sie sich bitte an der Diskussion, bringen Sie sich ein, denn ich denke, wir dürfen sagen, wir haben heute wirklich große Kompetenz, Fachexpertinnen und Experten aus Deutschland hier, die uns Tipps geben, die uns Anregungen geben und insofern jetzt schon ein herzliches Dankeschön an all diejenigen. Und die Wichtigkeit dieser Veranstaltung lässt auch schon dadurch Schlüsse auf sich ziehen, dass alle 3 stellvertretende Bürgermeister unserer Stadt hier sind, Dieter Honervogt, Martin Pantke und Sabine Kramm, auch in deren Namen, natürlich im Namen aller Kolleginnen und Kollegen des Rates. Und ich darf hier die Fraktionsvorsitzenden Markus Mertens, Franz Josef Henze, Dr. Klaus Schröder, Petra Tebbe und Stefan Hoppe nennen. Auch in eurem, in ihrem Namen ein herzliches Willkommen. Es sind viele Kolleginnen und Kollegen des Rates hier. Und ich freue mich natürlich, und sie ist mit ihrem gesamten Team hier vertreten, Claudia Warnecke, eine Jahrhundertaufgabe, dürfen wir sagen. Und ich darf Claudia Warnecke stellvertretend mit dem gesamten Team, insbesondere auch dem Konversionsteam, die heute hier sind, die Planer, die uns hier entsprechend unterstützen, ein herzliches Willkommen sagen. Ebenfalls auch im Namen unseres ersten Beigeordneten, Carsten Fennerm, der ebenfalls heute mit dabei ist. Wir haben Experten eingeladen, auch aus der Wirtschaft. Und ich freue mich, dass Paderborn überzeugt, eine Zusammensetzung. Wenn es sie heute nicht geben würde, habe ich oft gehört und wird immer wieder gesagt, müssten wir sie morgen erfinden. Paderborn überzeugt, denke ich, sehr wichtig. Und ich darf hier Frau Dr. Christine Tölle der Firma Benteler als stellvertretende Vorsitzende gemeinsam mit Bernd Schäfers-Maywald und dem gesamten Team herzlich willkommen heißen. Ich freue mich, dass Roland Hüser hier ist, auch für unseren Airport, der sich auf einem guten Weg befindet und auch
Hier wird es ganz sicher wichtige und gute Ansatzpunkte geben. Arndt Paas, der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Paderborn, Detmold und Wilfried Jolmes als neues Mitglied im Bereich Paderborn überzeugt. Wir sprechen hier über die Zukunft, wir sprechen hier auch über ein ganz wichtiges Thema der neuen Mobilität. Und auch dieses Gremium haben wir eingeladen. Hier darf ich den Vorsitzenden Andreas Speit herzlich willkommen heißen und erstmals Herrn Dr. Griemitz, den neuen Geschäftsführer, der ebenfalls heute hier ist, auch mit weiteren Vertretern, Simone Probst auch als Mitglied des Vorstandes. Ich freue mich ebenfalls sehr darüber, dass wir auch Vertreterinnen und Vertreter des Thinktanks hier haben, der ebenfalls durch Experten aus ganz Deutschland besetzt ist. Hier darf ich Robert Heggemann, Dr. Andreas Siebe, Klaus Meyer und Jochen Altrogge herzlich willkommen heißen. Und Jochen Altrogge natürlich hier auch in einer besonderen Funktion. Herr Altrogge, Sie sind sozusagen noch Hausherr hier, denn Sie sind stellvertretend für die Bundesimmobilienanstalt hier. Und ich möchte deutlich auch sagen, dass wir sehr dankbar sind, Claudia Warnecke, für diese gute Zusammenarbeit auch mit der BIMA. Ein herzliches Dankeschön hier, denn ich denke, wir haben hier gemeinsam diese wichtige Aufgabe vor uns und insofern Ihnen ein herzliches Dankeschön auch. Wir haben einen Projektbeirat und Sie sehen, dass wir hier wirklich ein großes Stadtbild mit in dieser Runde haben. Und ich freue mich, dass Alois Buschkühl hier ist als Vertreter der Kreishandwerkerschaft vor Ort. Hier sind wir ebenfalls im engen Dialog. Dieter Dubisch für Pro Grün. Es ist hier für den Stadtsportverband Matthias Hornberger und Annette Notnagel. Wir sind hier mit der Regionalen sehr eng verbunden und hier wird ja auch eine große Veranstaltung, wir werden später noch darauf eingehen, stattfinden. Und ich hatte Claudia Warnecke genannt mit ihrem Team und lassen Sie mich hier wirklich, liebe Claudia, im Namen des Rates, im Namen der Verwaltung euch ein herzliches Dankeschön sagen als Team dafür, dass hier wirklich unglaublich gearbeitet wird, dass dieses Thema in unserem Hause gemeinsam mit Rat und Verwaltung vorangebracht wird. Und ich denke, das ist sehr wichtig, dass das gemeinsam funktioniert. Frank Wolters ist als Bindeglied zur Wirtschaft mit hier als unser Geschäftsführer. Und ich persönlich freue mich wirklich sehr auf diesen Live-Talk, der hier stattfindet und mit uns gemeinsam die Möglichkeit eröffnet, einen Blick in die Zukunft zu richten. Denn wir haben immer wieder gesagt, dass wir hier einen der modernsten Stadtteile Europas auf den Weg bringen können. Und denke, da dürfen wir wirklich sagen, sind wir sehr, sehr dankbar. Und lassen Sie mich hier Herr Dr. Petrin ist darauf eingegangen, dass es gleich Impulse geben wird. Und ich möchte Uli Hellwig ganz herzlich willkommen heißen, einer der erfahrensten Stadtentwickler Deutschlands. Und Sie werden gleich einen Impuls geben. Schön, dass Sie hier sind als Geschäftsführer des Planungs- und Consultingbüro Hellwig Urban Konzept. Ein herzliches Willkommen Ihnen. Frau Professor Christa Reicher, ebenfalls ein herzliches Willkommen. Internationale, renommierte Stadtplanerin, dürfen wir hier ganz sicher sagen. Sie sind schon hier gewesen, Sie haben hier in diesem Quartier auch schon gearbeitet. 54 Hektar, das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Eine gigantische Fläche und natürlich auch eine gigantische Chance. Ich möchte ebenfalls Stefan Reiß-Schmidt ganz herzlich willkommen heißen, Mitglied der Initiative Ein soziales Bodenrecht für bezahlbaren Wohnraum und lebenswerte Städte. Ein herzliches Willkommen und ich freue mich sehr, dass unsere Präsidentin unserer Universität hier vor Ort, Frau Professor Birgit Riegraf, hier ist und ebenfalls einen Impuls halten wird. Und wir haben Martin Götzler, den Chef des D-Space-Unternehmens hier vor Ort. Und da geht es auch um modernste Technologien. Lieber Martin, ebenfalls ein herzliches Willkommen. Schön, dass du hier bist. Und lassen Sie mich noch mal deutlich für die Stadt Paderborn auf den Punkt bringen. Wir sind zurzeit dabei, drei große Quartiere in Paderborn zu entwickeln. Wir haben heute Morgen noch darüber gesprochen, in dem Bereich des Ellenbrook-Quartiers geht es Anfang nächsten Jahres mit der Bautätigkeit los. Wir sind dabei, Herr Altrogge, in Schloss Neuhaus in der Dempsey-Kaserne zurzeit über die Wertermittlung zu sprechen, über das Gutachten zu sprechen. Und wir sprechen hier ganz sicher über eine sehr wichtige Zukunftsaufgabe.
Ja, Dr. Petrin hat es angesprochen, wir reden hier nicht über 5, wir reden auch nicht über 10 Jahre, sondern wir reden hier ganz sicher über weitaus mehr, bis hin zu 30 Jahren, die uns hier ermöglichen, dieses Zukunftsquartier gemeinsam, und ich betone, gemeinsam zu entwickeln, denn das liegt uns sehr am Herzen, mit Ihnen gemeinsam diese Themen aufzugreifen und diese Chance zu ergreifen. Und wir wollen ein Quartier in dem Innenstadtbereich der Stadt Paderborn entwickeln, das heißt mit übergehenden Schnittstellen. Und hier haben wir sehr gute Entwürfe. Hier hat sich die Politik ebenfalls auch schon damit beschäftigt. Und wir haben sehr positive Signale, das darf ich hier ebenfalls auch sagen. Und insofern ist unser Ziel auch, wenn wir über Metropolregionen in Deutschland sprechen, da sind wir eine eher kleinere Großstadt, aber wir haben uns zum Ziel gesetzt, eben gerade hier gemeinsam auch in Ostwestfalen-Lippe dieses wichtige Zukunftsquartier zu entwickeln. Und insofern nochmal ein herzliches Dankeschön Ihnen allen, dass Sie sich heute Abend die Zeit nehmen, dieses wichtige Thema zu besprechen. Und die Einführung in das Thema wird jetzt Claudia Warnecke vornehmen. Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie hier sind. Und ich wünsche uns eine gute Diskussion. Herzlichen Dank. Jetzt sehe ich, und liebe, das ist Norika Kreuzmann, wenn man nicht den ersten Namen, du stehst bei mir ganz oben, denn Norika Kreuzmann ist unsere neue Abgeordnete in Düsseldorf. Und liebe Norika Kreuzmann, ein ganz herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass du heute hier dabei bist. Abgeordnete Bündnis 90 Die Grüne in Düsseldorf im Landtag. Erstmals hier in dieser Runde dabei und natürlich ganz besonders auch nochmal ein herzliches Willkommen. Ja, ich habe den großen strategischen Fehler begangen und bin mit rumgegangen und deswegen brauche ich unbedingt auch ein Getränk, weil es ist doch immer noch recht warm. Aber von meiner Seite erst auch nochmal ein herzliches Willkommen heute Abend hier. Und ja, wir haben es gerade schon vom Bürgermeister gehört. Wir haben 54 Hektar, die wir hier, wo wir heute mittendrin diese Veranstaltung durchführen, und Sie sehen das jetzt ein Stück weit hier an diesem Luftbild. Natürlich streng genommen, wenn man jetzt nur auf die Kernstadt Paderborns guckt, dann muss man sagen, naja, das sind 2,5% der Fläche der Kernstadt, also das hört sich erstmal ja sehr niedlich an, aber und das klang gerade schon an, es ist eine Fläche, die ist für uns ein sehr großes Geschenk und auch eine sehr große Chance für die Paderborner Stadtentwicklung. Warum ein Geschenk? Man sieht es hier so ein bisschen auf dem Luftbild. Wir haben natürlich eine ideale Lage, zum einen in der direkten Nachbarschaft zur Universität Paderborn. Wir haben eine ideale Lage an der Hauptstrecke der Deutschen Bahn mit der Option, hier auch tatsächlich einen eigenen Bahnhof zu errichten. Das ist untersucht und die Grundlagen sind da. Es ist ein ideales Flächenangebot für die jüngst im Rat beschlossene Ansiedlungskonzept. Die Unternehmen, die ja aus den identifizierten Zukunftsbranchen nach Paderborn kommen sollen oder schon hier sind und auch gestärkt werden sollen, eine ideale Ausgangsvoraussetzung. Ja, und eine ganz integrierte Lage, die am Ende ja auch nur ungefähr 2 Kilometer vom Paderborner Rathaus entfernt liegt. Warum auch eine große Chance? Michael Dreyer hat es gerade angesprochen, Paderborn ist eine kleine Großstadt, die als solitär verortet ist, eine Regiopole. Das heißt, wir haben jetzt nicht das Umland mit verschiedenen anderen großen Städten, die uns in unseren oberzentralen Funktionen ergänzen könnten. Das bedeutet, Paderborn muss als Stadt aus sich selbst heraus überzeugend sein für die Menschen, die heute hier leben, aber auch insbesondere für die Fachkräfte, für die Studierenden, für Menschen, die eben tatsächlich die Wahl haben und in Zukunft ja noch verstärkt die Wahl haben werden, wohin sie gehen wollen, wo sie ihren Arbeitsplatz aufnehmen wollen und wo sie auch studieren wollen. Paderborn steht also verschärft in der Konkurrenz zu anderen Kommunen. Und da hat dieses, unser Zukunftsquartier, das Potenzial, ein Zuhause zu werden für Tausende von Menschen, aber auch Arbeitsplätzen für innovatives Gewerbe, für Wissenschaft, Forschung und vieles mehr.
Wir haben schon in 2018 mit dem Memorandum, was wir entwickelt haben, gemeinsam erarbeitet. Dieses Zukunftsquartier hat das Potenzial, das Paderborner Stadtversprechen zu erneuern. Eben diese Aussage, wir sind als Stadt attraktiv, wir haben ein gutes Angebot und wir wollen die Konkurrenzfähigkeit unserer Stadt nicht nur erhalten, sondern eben auch für die Zukunft verbessern. Urbane Qualitäten und Angebote können im Zukunftsquartier verankert werden, um Paderborn als prosperierende und wissensorientierte Regiopole auch künftig attraktiv zu machen für Menschen, für die Wissenschaft, für die Wirtschaft und um die Talente aus den Zukunftsbranchen hier anzulocken. Entstehen soll ein gemischter, produktiver Stadtteil, der aktiv das Klima schützt, auf Kreislaufwirtschaft setzt, Mobilität von morgen Raum gibt und neue Wege der flexiblen, durch die Gemeinschaft getragenen Entwicklung erprobt. Wir haben jetzt die Chance, das Zukunftsquartier zu einem Vorbild für die Entwicklung neuer Quartiere in ganz Europa werden zu lassen, also sozusagen zu einem Role Model für die Städte der Zukunft, die kleinen Großstädte jenseits der Metropolregion. Mit dem Masterplan, der ja letzte Woche in erster Lesung auch in den politischen Gremien war, haben wir gemeinsam ein Instrument erarbeitet, um diese Jahrhundertchance, die das Areal für unsere Stadtentwicklung bietet, auch tatsächlich zu nutzen und umzusetzen. In einer Zeit sich zuspitzender globaler Herausforderungen kann erfolgreiche Stadtentwicklung dabei nur höchst anpassungsfähig und von der Gemeinschaft getragen erfolgen. Insbesondere die bewusste Robustheit der Planung und der bewusste Umgang mit dem angebotenen Regelwerk erfordert bei der Entwicklung des Zukunftsquartiers eine bisher nur wenig erprobte Prozesskultur. Auch das ja ein Thema für heute Abend. Konsequenterweise wurde daher der Masterplan nicht als starres Planwerk erarbeitet, sondern sozusagen als ganzheitliches Drehbuch, das auch programmatische Ziele definiert. Diese im Masterplan beschriebenen programmatischen Ziele erfordern eine besondere Kraftanstrengung aller beteiligten Akteure und Akteurinnen in der Stadtgesellschaft und lassen sich daher kaum in den bisherigen Regelprozessen definieren. Wir haben alle solche Prozesse vor Augen, starten häufig sehr ambitioniert und enden dann oft genug als das, was man gemeinhin als Bettvorleger bezeichnet. Wollen wir nicht sein. Genau darum geht es heute Abend. Wir möchten von Praxisexperten, Expertinnen lernen, wie die Entwicklung des Zukunftsquartiers auf stabile und von der Gemeinschaft getragene Füße gestellt werden kann. Heute soll beleuchtet werden, wie der Weg zu einer im Interesse der Zukunftsfähigkeit unserer Stadt langfristig erfolgreichen und qualitativ hochwertigen Quartiersentwicklung aussehen kann. Welche Prozessschritte müssen in den nächsten Jahren gegangen werden? Welche Weichen sind zu stellen, um die Stadtgesellschaft, also Sie alle, uns alle gemeinsam, gewinnbringend in den Entwicklungsprozess des Zukunftsquartiers einzubinden? Meine sehr geehrten Damen und Herren, zum Abschluss meiner Ausführungen möchte ich Ihnen noch ein anderes Luftbild zeigen. Das, was Sie jetzt sehen, behaupte ich mal, würde von 99% der Expertinnen und Experten bundesweit für unmöglich gehalten. Sie haben es erkannt, die meisten waren gerade schon da. Das ist die Baustelle des Accelerators. Das entsteht auf einem Kasernengelände, das der BIMA gehört, das zwischenzeitlich und noch vor kurzem stark im Fokus der Bundeswehr lag. Innerhalb von 3 Jahren entsteht hier ein neuer Ankerpunkt von regionaler und ich würde sagen auch deutlich darüber hinausgehender Bedeutung. Mittlerweile an die Universität verkauft, mittlerweile mit regionalem Zertifikat, EFRE-Mittel, die dahinter stehen. Ich sagte, das würden die meisten für unmöglich halten und ich glaube, diejenigen, die sich mit Konversion beschäftigen, die wissen, das ist eigentlich unmöglich. Also hier wird zurzeit
heute schon das Unmögliche möglich gemacht. Und in diesem Sinne möchte ich sagen, das erhoffe ich mir von dem heutigen Abend, Impulse dafür, wie wir diesen Spirit mitnehmen können für die Gesamtentwicklung unseres Zukunftsquartiers. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Claudia Warnecke. Wir haben gesagt, wir wollen heute lernen. Wir wollen heute Dinge mitnehmen, gucken, wie es anderswo gemacht wird. Aber erst einmal wollen wir tatsächlich auch einmal kurz reingucken, worum es eigentlich geht. Viele von Ihnen oder einige von Ihnen waren an einigen Stellen des Prozesses schon dabei, in Berührung. Aber vielen von Ihnen ist das gesamte Werk, was jetzt da liegt, vielleicht noch nicht so bekannt. Und ich will versuchen, einen wirklichen schnellen Durchlauf jetzt zu machen, weil sonst sind wir hier eine Stunde noch am Präsentieren und wir lernen nichts. Das wollen wir nicht. Nochmal das Luftbild. Wir sehen es hier und Claudia Warnecke hat es eben schon gesagt. Es gibt so ein paar Ziele, die wir zu Beginn des Prozesses definiert hatten, auf der Grundlage des Memorandums. Dass es ein maximal anpassungsfähiger Plan sein soll, dass es eine maximale Mischung auch geben soll, dass es aber auch ganz, ganz viel Gemeinschaftlichkeit geben soll. Und das führt zu ganz besonderen Herausforderungen, die dann sich an einen solchen Masterplan stellen. Es ist nicht unbedingt in diesem Instrument Masterplan eingebaut, dass es so flexibel ist. Man denkt an Masterplan immer an diese Blaupause und das macht man dann so. Aber so soll es eben nicht sein. Das ist eine besondere Herausforderung, diese Flexibilität zu erhalten. Gleichzeitig müssen wir ja auch, wollen wir auch in die Wertermittlung gehen. Also wo liegt man da eigentlich innerhalb dieser Flexibilität? Es sind sicherlich im Zuge der Entwicklung ganz, ganz viele etablierte Wege, die wir neu definieren müssen. Weil dieses Projekt an vielen Stellen Dinge einfach anders machen wird. Wir haben in dem Prozess, hatten wir ja drei internationale Teams in der frühen Phase, die im Rahmen der Testplanung uns wunderbare Entwürfe geliefert haben. Ich will sie nochmal nennen, das Team City Förster, das Team Karis und Brands aus den Niederlanden und das Team Adept aus Dänemark. Und wir haben dann gemeinsam mit den Fachkolleginnen, mit der Stadtgesellschaft quasi den vierten Entwurf gemacht. Ich darf an der Stelle auch Sven Kohlschmidt ganz herzlich begrüßen, der dieses Projekt federführend bearbeitet hat in unserem Büro und hier heute auch zu Gast ist. Er hat eigentlich Urlaub, muss sich ein bisschen erholen von der Bearbeitung. Und ich will jetzt mal im Schnelldurchgang durch diese Elemente gehen. Wir haben als Grundlage in dieser ganzen Adaptivität gesagt, wir legen ein Raumgerüst. Dieses Raumgerüst soll möglichst die Dinge definieren, die sich nicht so stark verändern. Zum Beispiel, dass wir sagen, wir haben ein System von verschiedenen Raumtypen. Wir haben Quartiere. Wir haben innerhalb der Quartiere Nachbarschaften, innerhalb der Nachbarschaften Baufelder, die sich zu einem System zusammensetzen. Wir haben Freiraumstrukturen, die diese Quartiere verbinden, die alle sehr unterschiedliche Funktionen und auch Begabungen mitbringen, von ganz ruhig bis völlig offen und an sozusagen eroberbar für die Menschen. Wir haben ein Mobilitätskonzept dahinter gelegt, wo wir sagen, wir wollen, dass das Quartier möglichst, ich sag mal, frei von ruhendem Verkehr ist. Dazu gibt es kleine Mobilitätshubs in diesen Quartieren, die wir jeweils in jedem Quartier installieren. Wir haben einen Bahnhalt, der im Osten des Quartiers entsteht, der so einen zentralen Umsteigepunkt für die Mobilität bieten wird. Daraus abgeleitet ein System von Straßen und Wegen definiert, wo wir sagen, das ist fix, dass wir sagen, es gibt einen Loop in der Mitte, wo auch Busse durchfahren können. Wir haben Quartiersstraßen, die dann schon ein Stückchen intimer sind und dann Wege, die gar nicht möglichst vom motorisierten Verkehr berührt werden, sondern wirklich den Menschen in diesen Nachbarschaften, diesen zusammengefassten Paketen von Baufeldern als erweitertes Wohnzimmer vielleicht dienen. Naja, und man kann mit diesen Strukturen spielen, das ist ganz wichtig. Wir haben quasi, wenn es darum geht zu gucken, wie dicht wird es, wie hoch wird es, welche Nutzungsarten haben wir sowohl für das Gesamtareal einen Korridor, wir haben für jedes Quartier einen Korridor und wir haben tatsächlich auch für einzelne Nachbarschaften Korridore festgelegt, sodass wir am Ende in der Entwicklung innerhalb dieser Ranges sehr flexibel arbeiten können. Hier sehen Sie die Höhenentwicklung, wo wir sagen, es gibt sozusagen so etwas wie Fixpunkte, wo wir sagen, da soll es Akzente geben, aber es gibt auch die Möglichkeit, mit den Höhen ein bisschen zu spielen, denn 20 Jahre heißt, wir wissen nicht ganz genau, wie viel an welcher Stelle vielleicht wirklich nötig wird. Das gilt auch für die Dichte, das gilt für die Nutzungsmischung, also tatsächlich für die Frage, wie viel wohnen, wie viel arbeiten. Wir haben, jedes Quartier hat sein eigenes Profil, auch von der Mischung, aber innerhalb dieses Profils gibt es Spielräume, sodass man
ein Stück weit auch bei der Entwicklung dann, die dann quartiersweise und innerhalb der Quartiere nachbarschaftsweise erfolgen soll, zumindest ist das die Idee, to be discussed, dass man da auch noch mal ein Stück anpassen kann. Wir haben sozusagen die Möglichkeit, so ein Quartier wie hier das Vorderste, das ist das Berliner Quartier, die haben alle so Namen, die sind momentan nur Platzhalter, sage ich mal, die Vermarktungsebene, die ist noch weit, weit weg. Sondern wir haben es erstmal aus den nachbarschaftlichen Topografien, den Straßennamen, den haben wir es abgeleitet. Und das ist das Quartier, wo die Universität sich weiter entfalten wird, ausgehend vom Accelerator. Aber auch hier ist es möglich, dass der Gewerbeanteil vielleicht höher wird, das Thema studentisches Wohnen vielleicht in einem gewissen Range eine größere Rolle noch spielt, als wir es bisher gedacht haben. Also so kann man das spielen. Wir haben darüber hinaus für jedes Quartier so etwas wie einen Typologiemix, den wir ins Spiel bringen, wo wir sagen, jedes Quartier hat auch so seine eigene Qualität von Hof, von Höfen, die wir sozusagen, das ist eine Empfehlung, die wir auch teilweise aus den Testentwürfen gelernt haben, aus diesen Quartieren, aus diesen wunderbaren Zeilen hier auch sowas wie Hofstrukturen zu formen, die zu ergänzen. So gibt es für jedes Quartier einen ganz eigenen Typologiemix und eben die Fixpunkte, von denen ich sprach, sowas wie Hochpunkte, sowas wie Kanten. Wir haben in der Mitte des Quartiers einen großen Grünraum, den sogenannten Hashtag. Diesen Begriff haben wir, meine Tochter sagt immer, Hashtags macht man nicht mehr. Ne? Aber dennoch, das ist ein Begriff von Karis und Brands und der ist so einprägsam gewesen, dass wir ihn im Prozess auch behalten haben. Und der wird durch solche Kanten zum Beispiel eingefasst. Das wäre schon was, was kommen soll. Aber dass man dann innerhalb einer Nachbarschaft sagen kann, wo der kleine Quartiersplatz, der die Nachbarschaft prägt, genau liegt, ob er am Rand liegt, in der Mitte liegt, das ist zum Beispiel an vielen Stellen noch sozusagen der Definition dieser Nachbarschaften und der Quartiere überlassen. Nur als ein Beispiel, wie man spielen kann. Wir haben insgesamt bis zu 7000 EinwohnerInnen, die hier Raum finden können. Das ist eine Menge. Paderborn ist auch eine wachsende Stadt und will auch eine wachsende Stadt sein. Es ist auch ein Stück Bekenntnis dazu, Großstadt sein zu wollen. Es sind über 4000 Arbeitsplätze möglich. Das ist das, was wir sozusagen als Maximalranges hier haben. Also ein ganz guter Mix, denken wir. Und in dem Masterplan gibt es darüber hinaus noch zahlreiche, sage ich mal, Empfehlungen, Festlegungen, aber in vielen Fällen Empfehlungen, weil wir werden natürlich viele Fachgutachten haben, die sich auch anschließen müssen. Aber das Thema Entwässerung wurde zum Beispiel schon sehr intensiv mit den Fachkolleginnen durchgearbeitet zum Thema Stadtklima und Biodiversität. Wir haben aber auch Empfehlungen zum zirkulären Bauen. Sie haben den wunderbaren Bestand gesehen und eigentlich heißt es, soll man gar nicht mehr neu bauen. Ne? Nun werden wir hier neu bauen, aber wir müssen diese Bausubstanz auch eben angemessen wiederverwenden, vielleicht auch wieder nutzen, möglichst viel erhalten. Auch das Thema, wie sich die Arbeit hier entfaltet, haben wir nochmal fachlich ein bisschen durchgearbeitet. Hier ein Beispiel, wie zum Beispiel wir dann die soziokulturelle Miteinander versucht haben zu illustrieren. Ja, wenn man dann durch die Quartiere geht, da will ich Ihnen jetzt einfach nur einen schnellen Durchgang geben. Da haben wir einmal das Piepenturmquartier, das ist dann eher im Norden des Quartiers gelegen, eben zum Piepenturmweg, was sicherlich ein eher wohnorientiertes Quartier ist. Überhaupt die nördlichen Quartiere haben einen höheren Wohnanteil, ebenso auch das Springbachquartier, das sich dann eben auch zum Springbachpark anschließt und was sehr stark auch durch den Bezug zur Landschaft und zum Park mitgeprägt sein wird. Während das Benhauser Quartier, das ist so, sitzt so in der Mitte so ein bisschen, wenn Sie eben rumgegangen sind, das ist so das, wo man dann übers freie Feld guckt. Das soll schon ein Stück urbaner, gemischter sein. Da sehen Sie diese Panzerhalle, die wir natürlich auch in Nachnutzung bringen wollen, gedacht, angedacht als so eine Art nachbarschaftliches Zentrum für, sage ich mal, soziale, aber auch vielleicht die ein oder andere gewerbliche Nutzung. Dann haben wir das Friedrich-Spee-Quartier, was sich dann noch anschließt und gemeinsam mit dem Driburger Quartier sozusagen auch den südlichen Bereich darstellt. Hier gibt es wirklich diese sehr starke Auseinandersetzung mit der Bausubstanz, die ergänzt werden kann und soll. Und das Berliner Quartier, was wirklich ein ganz, ganz eigenes Gepräge, auch mit der höchsten Dichte versehen, erhalten soll und auch sicherlich sehr, sehr stark vom Thema Forschung und Wissenschaft mitgeprägt sein soll. Zumindest ist das die Idee und der Wunsch. Wir haben dann noch als kleinen Sonderbaustein das Philosophenquartier mit seinen Solitärbauten, wo wir auch ganz stark das Thema studentisches Wohnen uns vorstellen können. Ja, ich will Ihnen einen kurzen Ausblick geben. Übrigens, das haben Sie vielleicht eben gesehen beim Rundgang, ich war ja eben nicht dabei. Liegt die Grafik schon, Sven? Ich weiß es nicht. Ja, genau. Da haben wir einen Künstler gewonnen, der sozusagen, oder die Stadt hat einen Künstler gewonnen, muss man eigentlich richtigerweise sagen, der versucht hat, das mal umzusetzen, eine Grafik in einem Bodenteppich. Wir haben eben gehört, es gibt diese
diesen wirklich tollen ersten Schritt schon, diese Pioniernutzung, so kann man es nennen. Und das ist dann nicht irgendeine, sondern eben ein Akzelerator, also eigentlich genau das, was auch wir brauchen für diesen Stadtteil. Wir haben es gehört, es ist eine langfristige Entwicklung. Jetzt als erstes wird es erst einmal quasi diese eine Ausstellung geben am 18.09., eben wo Sie es gesehen haben mit diesem Bodenbild im Rahmen des Urbanlandfests der Regionale. Frau Notnagel ist ja auch hier, ich begrüße Sie, von der Regionale 2022. Wir haben dann natürlich das Thema der Wertermittlung, ne, Herr Altrogge, dass wir sozusagen gemeinsam gucken müssen, wo liegen wir denn dann jetzt bei dem Quartier auch. Und natürlich dieses Thema der Umsetzungsinstrumente und des Entwicklungsformats. Und das ist aus unserer Sicht ein ganz entscheidendes Thema, über das wir heute ja auch im Fokus reden wollen. Wie macht man es denn nun über so einen langen Zeitraum? Taugen die alten Instrumente und Rezepte noch oder wieder? Und wie könnte man vorgehen? Naja, und das Areal soll nicht brach liegen. Ein Zwischennutzungskonzept ist auch sozusagen in Sicht beziehungsweise auch verabredet, sodass wir gucken wollen, dass wir auch NutzerInnen gewinnen, die eben nicht als Durchheizer hier hinkommen, sondern als Pioniere, die auch bleiben können, die sich hier verfestigen können und erste Programme reinbringen. Das war der Schnelldurchlauf jetzt durch dieses Quartier. Und ich möchte gleich jetzt springen zu unserem ersten Impuls und bitte jetzt Professor Christa Reicher auf die Bühne. Sie haben es schon gehört, Herr Dreyer hat Sie ja wunderbar schon, jetzt gucke ich mal gerade, die Präsentation ist nicht ganz am Anfang, wie man sieht, aber jetzt ist sie am Anfang, Sie ja wunderbar schon vorgestellt. Ich will nochmal sagen, sie ist jetzt an der RWTH Aachen als Professorin tätig, war vorher lange aber in Dortmund auch tätig und ist sozusagen auch in NRW, aber nicht nur hier, an ganz, ganz vielen Fronten tätig. Und wir sind sehr gespannt, was Sie uns darüber erzählen, wie man es denn heute so macht. Dankeschön. Ja, einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass ich heute einen Impulsbeitrag leisten kann und diesen relativ trockenen Titel, den Sie ja auch in der Ankündigung gesehen haben, habe ich so ein bisschen umformuliert und habe meinen Vortrag oder Beitrag genannt Zukunftsquartier als Next Level oder warum Paderborn dieses Momentum für die Stadtentwicklung nutzen sollte. Und Sie haben ja schon vorhin nicht nur bei der Führung über das Gelände, sondern auch bei der Begrüßung und bei der Einführung von unserem Bürgermeister und der Beigeordneten und Julian Petrin gehört, dass es sich hier um ein wirkliches Jahrhundertprojekt und um eine Jahrhundertchance handelt. Und genau das will ich auch nochmal aus meiner externen Sicht betonen, denn ich kann mir jetzt sehr, sehr viele Kommunen vorstellen, die richtig neidisch sind, wenn sie so ein Gelände in dieser Lage, in dieser Größe in ihrer Stadt hätten. Und ich will in meinem Beitrag jetzt so ein bisschen mit dem Blick auf Erfahrungen aus anderen Quartiers, Stadtteil und sogar Stadtentwicklungen berichten und so ein bisschen der Frage nachgehen, warum ist es denn so schwer, wirklich guten Städtebau zu realisieren und welche Wege und Konzepte und vielleicht auch welche Feedbackschleifen führen denn zum Ziel? Sie sehen hier so eine kleine Auswahl, wo es ganz unterschiedliche Hürden und Feedbackschleifen gegeben hat. Auf das eine oder andere gehe ich nochmal ein. Ich will damit sagen, es gibt genau dieses Thema neue Quartiersentwicklung in oder an den Rändern der Städte und das ist sozusagen einfach ein ganz relevantes nationales und internationales Thema. Ich habe mir jetzt einfach mal 4 Thesen vorgenommen, anhand derer ich Ihnen sagen will oder vielleicht ein bisschen auch zur Diskussion stellen will, warum dieses Potenzial der ehemaligen Kaserne, die ich im Übrigen sehr gut kenne, weil ich auch schon mit Studierenden hier gearbeitet habe, sozusagen aus meiner Sicht tatsächlich auch aufgegriffen werden sollte und muss. So, die erste These lautet, das Paradies liegt außerhalb der großen Metropolen. Nun ist es ja schon so, dass vor der Corona-Pandemie sich dieses Verhältnis Stadt und Land neu sortiert hat und die Pandemie hat eigentlich dieser Neusortierung nur eine Art neuen Schub verliehen
Und dazu gibt es auch viele Studien, unter anderem auch vom BBSR, von unserem Bundesinstitut für Bau- und Stadt- und Raumforschung. Und so ein bisschen habe ich diesen Titel oder diese These auch angelehnt an so einen Vortrag von Frau Dr. Adam, die sie vor kurzem bei uns an der Uni sozusagen zu Gast war und dazu was auch gesagt hat. Und wichtig in dem Zusammenhang ist, dass seit 2013 mehr Menschen aus den Metropolen in die kleineren Städte gezogen sind als umgekehrt. Also den Trend raus aus der Stadt gab es natürlich schon vor Corona, aber durch diese Pandemie hat sich genau diese Trendwanderung verstärkt und daraus kann man eben auch ablesen, dass die Bedeutung der kleineren Großstädte, also kleinere Großstädte, wozu Paderborn ja gehört, und eben auch Mittelstädte extrem zugenommen hat. Und es gibt viele Push-Faktoren, auf die ich gar nicht eingehen will, Arbeitsmarkt, Angebote an Mobilität, Versorgung und so weiter, die sozusagen tatsächlich auch die Wohnstandortwahl extrem beeinflussen werden und auch zukünftig nochmal anders definieren werden. Sie kennen alle sozusagen die Homeoffice-Diskussion. Homeoffice wird bleiben, aber da, wo eine bestimmte Erreichbarkeit gegeben ist, nicht nur digital, sondern auch physisch, da werden sich auch die Blicke derjenigen, die nach neuem Wohnraum suchen, hinrichten. Und ich fand es super interessant, Überlegungen, die nämlich Attraktivitätsindikatoren für Zukunftsszenarien zugrunde legen. Und ein Szenario, was Frau Dr. Adam erwähnt hat, wozu es noch keine offizielle Grafik gibt, zumindest durfte ich sie jetzt noch nicht benutzen, die geht zum Beispiel davon aus, wenn man jetzt mal annimmt, dass in den nächsten 10 Jahren die Wohnkosten sich verdoppeln, und das sehen wir ja gerade im Bereich Energie, was da gerade passiert, dann werden Regionen und Städte, die bisher eine moderate Nachfrage nach Wohnraum hatten, zu Boomregionen werden. Also das heißt, das Verhältnis von Stadt und Region und Land auf der anderen Seite wird sich neu sortieren. Und dieses neue Sortieren, da müssen sich die Städte mit auseinandersetzen. Und diese Chance dieser Prognosen sollte Paderborn nutzen und in dieser Neusortierung einen relevanten Player spielen. Die zweite These ist, Lebensqualität ist das Zukunftspotenzial jeder Stadt. Das mag auch gar nicht so neu sein, aber ich will wirklich noch mal betonen, dass der Konkurrenzkampf um Einwohner, um Besucher, um Investoren, Unternehmen und Köpfe und Institutionen, die Geld in die Stadt bringen, sich zukünftig mehr und mehr auch als bestimmender Faktor für den Erfolg einer Stadt manifestieren wird. Und die Frage ist einfach, wie schaffen wir neue Arbeitsplätze? Denn die Unternehmen gehen nicht dahin, wo sie ihnen billige Flächen anbieten. Die gehen dahin, wo sie Attraktivität, ein attraktives Lebensumfeld für ihre zukünftigen Angestellten finden oder diejenigen, die sie mitnehmen wollen, um erfolgreich ihren Stand auch zu entwickeln. Und da spielt einfach das Thema Lebensqualität, Attraktivität einer Stadt eine wahnsinnige Rolle. Und in dem Zusammenhang reden wir zunehmend auch in dörflichen Strukturen über Urbanität. Urbanität als Magnetwirkung, aber nicht verstanden als nur Dichte, das hat ja dieser wunderbare Masterplan auch gezeigt, sondern als spezifische Dichte, als etwas, was auch Aktivitäten und soziale Dichte aufzeigt, was Nutzungsmischung und eine urbane Gestalt beinhaltet. Und dieses Erfolgsrezept, ja, wie kann man die Magnetwirkung für Unternehmen, für Menschen, für diejenigen, die nach einem neuen Wohnstandort suchen, das haben viele kleinere oder auch kleinere Großstädte, wie Sie das hier sehen in Heilbronn, in den letzten Jahren versucht, durch die Attraktivität auch von neuen Entwicklungsgebieten wie beispielsweise dem Neckarbogen zu erproben und sind zu einer spezifischen Antwort gekommen. Und deshalb betone ich an dieser Stelle, dass letzten Endes die Menschen das größte Kapital sind, das jede Stadt hat, und Attraktivität ist die zentrale Stellschraube, um dieses Kapital zu sichern.
Und damit komme ich zu der dritten These. Wir sind ja hier in einer Universitätsstadt und die Universitäten und die Hochschulen können die Attraktivität einer Stadt und einer Region wirklich nachweislich erhöhen. Und das tun sie auch schon, denn Wissen und Raum gehen, und das sieht man aus vielen Studien, eine untrennbare Symbiose ein und beeinflussen sich letzten Endes auch quasi untereinander, miteinander, sind sozusagen Player auf verschiedenen Ebenen, nämlich auf der ökonomischen Ebene, auf der demografischen Ebene, aber auch auf der gestalterischen Ebene. Was heißt das? Also die ökonomische Dimension, die hat ein niederländischer Kollege von mir, der Willem van Winden, wunderbar formuliert, indem er nämlich sagt, dass die Kooperation zwischen Stadt, Wirtschaft und Universität als eine Art Symphony for Progress fungiert. Und das heißt einfach, dass die Kooperation mit dem Ziel des Wirtschaftswachstums ein ganz zentrales Momentum ist, denn die Universitäten sind Motoren für die regionale Entwicklung und die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen wird damit natürlich gestärkt und Unternehmensgründungen auch in der Region befördert. Und auf der anderen Seite kann natürlich eine starke Wirtschaft viele Potenziale, viele Möglichkeiten für Forscher und für Studierenden generieren. Denn wir wollen ja nicht nur, dass die Studierenden hier hinkommen, sondern wir wollen sie ja auch langfristig als diejenigen sozusagen halten in unserer Stadt, die unsere Stadt beleben. Und die demografische Dimension wird zukünftig eine ganz große Rolle spielen. Wir diskutieren viel darüber, was heißt die älter werdende Gesellschaft auch für Urbanität, für ein Klima in der Stadt. Und wir glauben einfach, dass gerade das Generieren von jungen Leuten eine ganz, ganz wichtige Stellschraube ist für ein lebendiges Miteinander. Und wir wissen aus vielen Erfahrungen heraus, dass die Wissensgesellschaft räumlich nicht unabhängig ist, sondern dass sie als wichtiger, weicher, gestalterischer Faktor das Image und die Attraktivität einer Stadt beeinflusst und natürlich auch Urbanität fördert. Denn die Studierenden, das sind ja diejenigen, die auch die Produzenten von Kultur, von kulturellen Angeboten sind und letzten Endes auch so etwas befördern. Und ich glaube einfach, dass Paderborn mit seinen mehr als 22.000 Studierenden schon eine gewisse Kulturszene hat. Das ist ja auch spürbar, aber die muss eben auch weiterentwickelt werden. Und ein Zukunftsquartier wie dieses hier kann natürlich da einen ganz, ganz wichtigen Beitrag leisten. Also ich will damit sagen, wir müssen diese Thematik, dass Universität und Wissensstandorte ganz, ganz zentrale, harte und weiche Standortfaktoren für den Erfolg jeder Stadt sind, sozusagen in den Blick nehmen. Und nicht umsonst ist es so, dass viele Stadtentwicklungskonzepte, Masterpläne unter dem Stichwort Wissenschaft schafft Stadt oder Innenstadtcampus, wie wir das hier in Aachen gemacht haben, eigentlich genau das als Motivation haben, nämlich Innovations- und Wettbewerbstreiber zu werden für Stadtentwicklung. Und wir sehen das auch, glaube ich, mit dem Blick auf Heidelberg und die internationale Bauausstellung, die sich nämlich den Titel gewählt hat, Wissenschaft statt. Also wir sehen, dass diese Herausforderung für das Zukunftsquartier eine ganz große Rolle spielt. Und letzte These, vierte These, qualitätsvolle Stadtentwicklung ist kein Selbstläufer. Mit dem Blick auf laufende und abgeschlossene Stadtentwicklungskonzepte und deren Umsetzung wird eigentlich deutlich, wie wichtig eine qualitätvolle Begleitung und Kuratierung eines solchen ambitionierten Projektes ist. Ich konnte 6 Jahre lang hier diese Seestadt Aspern als Vorsitzende des Aspern-Seestadtbeirates begleiten. Es gab einen wunderbaren Masterplan, generiert aus einem Wettbewerb. Aber wichtig nochmal aus der Grundlage auch, was ist eigentlich passiert an den jeweiligen Stellschrauben, ist, dass wenn man eine so tolle Grundlage hat wie diese, natürlich bestimmte Themen wie beispielsweise der öffentliche Raum eine ganz, ganz wichtige Stellschraube ist, die hier im Sinne der Partitur des öffentlichen Raumes durchdekliniert worden ist und immer Rückgrat war. Selbst wenn einzelne Mikroquartiere, so wie wir das hier haben, immer in bestimmten Zeitabständen
mit anderen Prämissen realisiert werden. Aber es braucht den Kitt im Sinne der Visitenkarte und des Gemeinschaftsraums und des zusammenhängenden Bandes. Und das gilt gleichermaßen auch für die Profilierung von Grünräumen, die eben wirklich den Zusammenhalt herstellen und letzten Endes auch für die Vergabeverfahren in einzelnen Baufeldern. In der Seestadt Aspern mussten wir nach einiger Zeit sagen, wir haben immer gesagt, Hälfte wohnen, Hälfte arbeiten. Plötzlich sehen wir, dass viel zu viel Wohnen ist und dass das Arbeiten gar keine Rolle spielt. Also es braucht Feedbackschleifen und diese Diskussion hat dann dazu geführt, dass jetzt jedes Feld nur dann vergeben wird, wenn die Investoren sagen, wir haben 20% sonstige Nutzungen. Sonst wären diese Felder eben nicht zur Entwicklung und zur Bebauung freigegeben. Also ich will damit sagen, aus der Erfahrung von unterschiedlichen Begleitprojekten und der eigenen Planung kann ich nur sagen, diese Art kontinuierlicher Begleitung ist extrem wichtig und muss immer wieder sozusagen auf den Prüfstand gestellt werden. Feedbackschleifen sind ungemein wichtig, wenn wir über so einen langen Zeitraum reden. Und ich will einfach auch nochmal betonen am Schluss, dass ich es sehr, sehr wichtig finde, dass es eine gemeinsame Verpflichtung zum Erfolg gibt. Ein Bekenntnis der Stadtgesellschaft, der Akteure, der Politik, der Verwaltung, der Experten, die dieses Projekt begleiten, dass sie sich sozusagen committen, diese Herausforderung wollen wir mit diesem Qualitätsanspruch stemmen. Und meine letzte Bemerkung ist, als Mitglied des IBA-Expertenbeirates des Bundesministeriums haben wir immer wieder darüber nachgedacht, wie können wir denn jetzt vor dem Hintergrund der Frage, wie schaffen wir diese ganzen Wohnungen, die politisch sozusagen gefordert werden, wie kriegen wir das hin, dass wir daraus eine Art Schubwirkung generieren? Und wir haben dann eben darüber diskutiert, muss es nicht eine internationale Bauausstellung geben, die den Schwerpunkt Wohnen hat und an unterschiedlichen Standorten stattfinden kann, um damit zu zeigen, es gibt dieses Commitment zum gemeinsamen Erfolg, aber es gibt auch das Commitment, und das ist das Besondere bei so einer internationalen Bauausstellung, dass die Bühne eine Art Aufforderung und Bekenntnis ist, am Schluss nach einer gewissen Phase zu zeigen, wir haben hier mit diesem Modell ein Next Level, eine neue Latte von Qualitätsansprüchen erreicht. Und in diesem Sinne denke ich, es gibt ungemein viele Potenziale, dieses Thema jetzt weiterzudenken und in diesem Sinne mit Blick auf das wunderbare Fundament, was Sie hier haben, einen tollen Masterplan, einen sehr ambitioniert angelegten Prozess, habe ich den Eindruck, Paderborn kann mit diesem Projekt nur gewinnen und muss unbedingt dieses Momentum nutzen. Dankeschön. Vielen Dank, Christa Reicher, für diese sozusagen Ermutigung und diesen Wind unter die Flügel. Wir haben jetzt noch mal auch ein bisschen eine Einordnung gehört, sozusagen wie wichtig quasi auch dieser Fokus auf die kleinen Großstädte sein kann. Und jetzt wollen wir so ein bisschen den Schwenk machen, auch zu der Frage, wie macht man es denn jetzt? Ich begrüße als Nächsten Uli Hellwig. Uli Hellwig ist einer der renommiertesten Stadtplaner auch Deutschlands. Wir haben hier heute nur die renommiertesten sitzen, kann man sagen. Er war langjähriger Leiter der IBA Hamburg, Geschäftsführer und Leiter der IBA Hamburg, der internationalen Bauausstellung, also einer dieser IBAs, und hat dort Quartiere entwickelt, aber nicht nur dort, auch in Berlin an der Wasserstadt Spandau, Rummelsburger Bucht war er sozusagen als Geschäftsführer dort mit sozusagen, hat er das aus der Taufe gehoben, in Luxemburg ein großes Stadtentwicklungsprojekt mitbetreut, hat aber auch schon ganz früher in den 80ern bei der IBA Berlin mitgemacht und mit seinem Wissen berät er jetzt Kommunen. Und Uli Hellwig wird uns jetzt ein bisschen einen Einblick geben in den Stand der Diskussion auch, welche Herausforderungen sich bei so einer Entwicklung auftun und wie man da rangehen kann. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Julian, für die freundliche Einführung. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, hier zu sein. Es ist wirklich ein toller Ort,
Und ich habe schon beim Rundgehen gesagt, für mich ist es so ein bisschen so ein Déjà-vu-Erlebnis, weil ich als Stadtbaurat in Kassel in den 90er Jahren ein ganz ähnliches Gebiet entwickelt habe. Und vielleicht fahren Sie mal hin, ich gehe gleich auch noch mal kurz drauf ein, gucken Sie sich's mal an, was war gut, was war schlecht, weil man kann, glaube ich, auch viel von dem lernen, was in der Vergangenheit passiert ist. Ja, ich fange einfach da an, wo Christa aufgehört hat, nämlich bei den IBAs. Ausnahmezustand als Normalfall, ich meine, das ist unser Alltagsleben ist ja schon fast so, dass man sagen kann, der Ausnahmezustand ist der Normalfall. Aber als Planerinnen und Planer erleben wir das schon seit mindestens 10, 15 Jahren, dass wir gewissermaßen in einem Ausnahmezustand leben. Und immer mehr Städte denken in dieser Situation Ausnahmezustand, muss man sozusagen auch mit Ausnahmeinstrumenten arbeiten. Und deswegen sind internationale Bauausstellungen heute eben nicht nur beliebt, sondern sie sind auch ein wichtiges Instrument. Christa Reich hat es ausgeführt. Ich will am Schluss noch mal kurz darauf eingehen. Aber das hat natürlich auch seine Ursache, nämlich die Ursache liegt einfach darin, dass sich internationale Bauausstellungen wirklich als Next Level, ich greife mal den Begriff von dir auf, wirklich bewährt haben. Sie haben wirklich immer den Next Level geschaffen in der Geschichte der Bauausstellung, und hier in Nordrhein-Westfalen muss man ja nur an die IBA Emscher Park erinnern, um auch sich nochmal vor Augen zu führen, was das heißt. Aber, das will ich auch sagen, IBA ist nicht das einzige Format, und es ist ganz witzig, dass auch schon Christa Reicher Heilbronn erwähnt hat. Wir haben uns nicht abgesprochen, aber Heilbronn erwähne ich, weil es sozusagen auch ein Modellprojekt sui generis ist, aber nicht im Format einer IBA, sondern im Format einer Bundesgartenschau. Das heißt also, wenn Sie die Formatdiskussion führen, dann können Sie durchaus auch über andere Formate nachdenken, aber entscheidend ist gar nicht, wie das Format heißt, sondern es ist wirklich entscheidend, dass man sich so committet, dass man diesen Next Level schaffen will. Es gibt in Europa viele Projekte, nicht nur in Deutschland, also in den skandinavischen Ländern, in Frankreich, in der Schweiz, in Österreich, wo wirklich Außergewöhnliches geleistet wird. Und wenn man mal fragt, was ist denn jetzt eigentlich sozusagen, was sind denn jetzt die Rahmenbedingungen? Kann man die definieren? Das wäre natürlich jetzt vermessen zu sagen, hier in einer Viertelstunde kann ich Ihnen jetzt das Rezept für ein erfolgreiches Quartier geben. Das wäre sehr schön, wenn ich das könnte. Das geht natürlich nicht. Aber es gibt so ein paar Dinge, die ich als Thesen in den Raum stellen möchte, vielleicht auch als Anregung für die Diskussion. Und das, wir haben es wirklich nicht abgesprochen, die Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Quartier ist ein angemessenes Verhältnis von Dichte und von Freiraum, von öffentlichem Raum. Und zunächst mal wirkt das ja wie ein Gegensatz. Man denkt ja, entweder wir haben Freiraum oder wir haben Dichte. Aber tatsächlich ist es gar nicht so, wie auch vorhin schon an den Beispielen zum Beispiel aus Wien gezeigt wurde. Und wie wichtig Freiräume sind, hat sich ja nochmal in der Corona-Krise gezeigt. Es gibt eine Untersuchung, wonach von den Gartenamtsleitern und Leiterinnen in der Bundesrepublik, wonach sich die Nutzungsdichte in den öffentlichen Räumen seit 2020 um 40% erhöht hat. Und insofern müssen wir eben mit Freiräumen arbeiten, wir müssen eben auch mit Dichte arbeiten. Und das will ich Ihnen an einem Kasernenbeispiel aus Potsdam deutlich machen. Eine 30er-Jahre-Kaserne, aus der die Russen 1996 ausgezogen sind. Das sieht ein bisschen anders aus als hier, um es vorsichtig auszudrücken. Und diese Kaserne hat einen Denkmalschutzteil, das ist das Rote, und das war der Masterplan, der 2000 herum entwickelt worden ist, mit sogenannten Gartenangern, und man sieht, das ist diese aufgelockerte Bebauung da links, und dann hat man das mal durchgerechnet und hat festgestellt, das ist eine GFZ von 0,3, 0,4, das ist so typisch ein Familienhausgebiete, und 27 Einwohner pro Hektar. Und dann hat man gesagt, ja, was heißt das denn praktisch? Wie werden die Leute denn dann versorgt? Und dann hat man gesehen, es gibt vielleicht einen Laden, es gibt vielleicht einen Hausarzt für die 3.800 Einwohner, die das bedeutet hätte, und das war's. Dann hat man gesagt, das kann ja nicht sein. Wir wollen ja Stadt bauen, das ist ja keine städtische Entwicklung, das ist einfach eine eigene Familienhaussiedlung, was damals in den 2000er Jahren angesagt war. Berlin wollte damals sogar eine IBA-Eigenheim machen.
Spricht natürlich lange keiner mehr von. Und dann hat man schrittweise, also von Rot nach Gelb nach Grün, die Dichte erhöht, einfach aus dem Grund, weil man gesagt hat, wir wollen nicht, dass die Leute jede Erledigung einschließlich des zur Schule bringens der Kinder mit dem Auto machen. Und deswegen brauchen wir hier sozusagen eine vernünftige Dichte. Und heute wird Kampnitz mit 10.000 Einwohnern und 7.000 Arbeitsplätzen entwickelt, statt einmal 3.008. Und das führt dazu, dass natürlich tatsächlich auch vor Ort eine Infrastrukturversorgung gesichert werden kann. Und Sie sehen, das ist der Masterplan von Kampnitz heute, eine sehr kompakte Struktur, aber mit, das haben wir auch vorhin schon gesehen, mit einer großen inneren Grünfläche, genau wie Sie das auch haben. Und man denkt ja immer, Freiraum und Dichte, Gegensatz. Nein, der große Freiraum ist stadtklimatisch viel wirksamer als die kleinen Gärten, die alle mit Hecken und Zäunen und was weiß ich nicht, Mäuerchen abgeschottet sind. Das sind die Kaltluftschneisen, die wirksam sind. Und das sind auch mal ein paar Beispiele. Ich glaube, das überschneidet sich teilweise auch mit deinen Beispielen, Christa. Und wo mal dargestellt ist, wie die Kaltluft sozusagen in diese jeweiligen Gebiete reinkommt. Und wir brauchen heute diese Kaltluftinseln. Wir brauchen heute, das muss man ja gar nicht erklären an so einem Tag wie heute, wir brauchen eine Stadtplanung, die klimagerecht ist. Und diese Stadtplanung, die klimagerecht ist, verbindet Dichte, weil Dichte eben Mobilität reduziert, verbindet Dichte gleichzeitig mit großen Freiräumen, öffentlichen Räumen und gut durchlüfteten Räumen. Zweite These, Dichte ist nicht nur ein quantitatives Problem, auch das ist schon angesprochen worden, sondern Jane Jacobs, die große Stadtsoziologin, hat das mal so formuliert, die erste und bei weitem wichtigste Frage bei der Planung ist, wie können Städte in möglichst vielen Quartieren genug Nutzungsmischung, das heißt Diversität generieren, um ihre Zivilisation zu erhalten. Das heißt also, es ist nicht nur ein funktionales Thema, es ist auch ein Thema sozusagen der Stadtkultur, wenn wir über Mischung reden. Und wie schwierig das war, diese Stadtkultur zu etablieren, zeigt sich ja in den 70er-Jahre-Siedlungen. Da fehlt genau diese Stadtkultur, da haben wir auch hohe Dichte, keine Frage. Aber wir haben eben nicht die Diversität und wir haben nicht die Nutzungsmischung, die wir brauchen. Und diese Nutzungsmischung ist die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt Atmosphäre generieren. Das heißt also, das, was wir hier haben wollen, urbane Atmosphäre, das Stadtversprechen, bekommen wir nur, indem diese sozusagen qualifizierte Dichte geschaffen wird. Und es gibt drei Kasernenprojekte aus den 90er Jahren, die das versucht haben. Damals war ja sozusagen, hieß der Bund noch nicht BIMA und deswegen war es damals auch nicht so gut, wie es heute ist, um das mal gleich vorwegzugeben. Damals lief das noch ein bisschen anders bei der Oberfinanzdirektion und beim Bundesvermögensamt. Die schoben die Konversionsflächen auf den Markt und wer am meisten bot und wer die meisten Altlasten übernahm, der bekam die Fläche. Und so sehen die Gebiete auch heute aus. So sind es entstanden, sind sehr monofunktionale Gebiete, die sehr einseitig bebaut sind. Aber es gab drei Ausnahmen und ich nenne Ihnen nicht die schlechten Beispiele, ich nenne Ihnen die drei, aus denen man meines Erachtens lernen kann. Und das ist einmal die sehr bekannte Vauban-Kaserne, eine französische Kaserne in Freiburg, das französische Viertel in Tübingen, auch eine französische Siedlung vorher, und die Marbachshöhe in Kassel, die frühere Hindenburg-Kaserne, wo die Bundeswehr war, als Kassel noch in der Grenzlage war. Und alle diese drei Gebiete haben von Anfang an versucht, nicht sozusagen allein auf Wohnungsbau zu setzen, sondern auf Mischung zu setzen und die räumlichen Potenziale, die es gibt, auch tatsächlich zu nutzen. Nämlich die Gebäude, die Panzerhallen, also das, was wir heute, den Begriff kannten wir ehrlich gesagt damals gar nicht, die graue Energie nennen, also das, was wir nicht verschwenden dürfen, weil es da ist und weil wir es auch nie wieder so schaffen können, auch nie wieder so preiswert schaffen können. Diese graue Energie, wie wir es heute nennen, die haben wir damals eigentlich eher aus planerischen Gesichtspunkten erhalten, weil wir gesagt haben, das sind solche Ressourcen, die brauchen wir für die qualitative Entwicklung von Stadt. Das dritte große Thema, was man bei der Entwicklung, sagen wir, von erfolgreichen, zukunftsfähigen Quartieren berücksichtigen muss, ist Verkehr und Mobilität. Da will ich aber hier gar nicht drauf eingehen, weil ich glaube, Sie sind mit Ihrem Masterplan sowieso, das will ich hier an dieser Stelle nochmal einschieben, da kann man Ihnen eigentlich nur zu gratulieren, das ist wirklich ein so
durchdachtes und flexibles Instrument, was auch so reaktionsfähig und adaptiv ist, dass Sie wirklich in Zukunft damit super arbeiten können. Aber wichtig ist eben auch, dass vorgesehen ist, dass Sie diese schienengebundene Haltestation hier bekommen, weil man wird den Model Split und das Mobilitätserfordernis in solchen Arealen nur reduzieren, wenn man eine gute ÖPNV-Anbindung hat. Und die wichtigste ÖPNV-Anbindung ist und bleibt der schienengebundene Verkehr. Will ich hier aber nicht weiter vertiefen, weil mir das hier gegeben zu sein scheint. Ich komme zur vorletzten These. Urbane Quartiere entstehen durch vielfältige Akteure, durch Stadtpioniere. Nur die Zivilgesellschaft kann das Stadtversprechen einlösen. Schlüsselinvestitionen sind natürlich, so wie Sie es auch dargestellt haben, Frau Warnecke, sind natürlich toll. Wenn eine Universität, wie hier zum Beispiel in Luxemburg, wo wir ein altes Stahlareal in Esch-sur-Alzette, ist in diesem Jahr übrigens Kulturhauptstadt, vielleicht waren Sie da, man kann das alles sehr schön besichtigen. Mittlerweile dieses Areal ist sehr viel fertiggestellt. Und die Universität Luxemburg ist auch einer der Pioniernutzer oder Pioniernutzerinnen dieses Areals, teilweise in Neubauten, teilweise in alten Gießhallen des Stahlwerks. Und das ist natürlich großartig für einen Standort, wenn man eine solche Schlüsselinvestition hat. Und wichtig bei diesen Schlüsselinvestitionen ist vor allem, dass sie nicht geschlossen sind. Sondern also es gibt auch eine andere große Investition in Esch-sur-Alzette auf diesem Gelände. Das ist das Backoffice einer großen Bank in Luxemburg, Dexia. Das ist schön und gut, aber das löst das Problem nicht. Sondern öffentliche, nutzbare Schlüsselinvestitionen sind entscheidend. Und was auch wichtig ist, um in einen Standort überhaupt ins Laufen zu bringen, sind Zwischennutzungen. Und hier unten links sehen Sie mal eine alte Panzerkaserne, die kommt Ihnen wahrscheinlich ziemlich bekannt vor, wenn Sie hier rumgucken. Da ist auf der Marbachshöhe, also in der ehemaligen Hindenburg-Kaserne, der Zirkus Rambazzotti, das ist so ein Jugend- und Kinderzirkus in Nordhessen, eingezogen, der da mehrere Hallen bespielt. Und es sind Künstlerinnen und Künstler eingezogen, es ist eine Tischlerei eingezogen und es funktioniert wunderbar in dem Nebeneinander. Oder man kann auch Zwischennutzungen zum Beispiel durch Haus-in-Haus-Lösungen für die Universität oder für andere Einrichtungen machen. Diese Zwischenlösungen sind einfach wichtig, um den Ort zu beleben, um ihn aufzumachen. Denn man darf nicht vergessen, Kasernengelände sind nicht für alle Menschen immer sofort die Attraktivitätshighlights überhaupt. Und schon, ich sage mal, gar nicht, wenn sie russische Kasernen sind. Aber grundsätzlich sind Kasernengelände eher, sagen wir mal, unbekannte Orte. Für manche sind sie sogar auch negativ besetzt. Und insofern ist es einfach gut, sie zu öffnen, zumindest teilweise zu öffnen, Zwischennutzungen reinzunehmen und sie zu belegen. Damit das Ganze funktioniert, braucht man aber bestimmte Verfahren, wo uns die Schweizer sehr weit voraus sind, nämlich Verfahren, die nicht auf den Höchstpreis hin orientiert sind, sondern auf Konzepte hin orientiert sind. Das heißt, Grundstücke oder Gebäude werden danach vergeben, wie klug die Konzepte sind. Und der Preis spielt vielleicht noch eine Rolle mit 15% oder 20%. Der Rest entscheidet sozusagen die Qualität des Konzeptes. Und wenn Sie so in die Standortentwicklung reingehen, dann passiert es eben tatsächlich, dass dann so aus einer Schule, die im Unteroffiziersheim war, tatsächlich hinterher die Freie Schule Kassel wird. Sie sehen das gleiche Gebäude, sieht jetzt ein bisschen anders aus. Aber sozusagen aus Pionieren werden Investoren. Und das gilt übrigens natürlich nicht nur für den Infrastrukturbereich, das gilt eben auch für den Wohnbereich. Und hier muss man sagen, sind es einfach Baugemeinschaften, Baugruppen, die gerne in so ein Haus, in so ein Gebäude reingehen, weil sie dort eben ihre eigenen Vorstellungen entwickeln können. Und das sind Community-Builder erster Ordnung. Also eine Baugemeinschaft, eine Baugruppe kümmert sich um die Ausbildung, kümmert sich um die Schulen, kümmert sich um die Grünflächen. Das sind die Stadtpioniere, die wir für die Stadt brauchen. Und letzte These schließlich, für die Qualität des Realisierungsprozesses ist die Governance-Struktur entscheidend. Sie haben jetzt einen großartigen Bebauungsplan, eine großartige Roadmap, aber in Wahrheit geht es jetzt erst los. Jetzt geht es nämlich darum, die zentralen Fragen zu klären. Mit welchen operativen Strukturen wird der weitere Planungs- und Realisierungsprozess
Prozess umgesetzt? Was sind die geeigneten Rechtsinstrumente? Ich sage mal als Stichwort Entwicklungsrecht zum Beispiel. Mit welchen Finanzierungsmodellen lässt sich die Umsetzung sichern? Wer sind die Partner und Akteure, möglicherweise auch die Gegenspieler im Verfahren? Wie lässt sich das Interesse der Öffentlichkeit und der Stadtgesellschaft am Projekt aufrechterhalten? Weil es gibt dann auch so einen Durchhänger, das kann ich Ihnen versprechen, den wird es auch bei Ihnen geben. Der Durchhänger heißt, es passiert ja nichts, ihr diskutiert ja nur. Und wie kann man sozusagen den Spannungsbogen aufrechterhalten, auch in einem so langen Entwicklungsprozess? Und was ist ein realistischer Umsetzungshorizont? Dazu zum Abschluss einige Hinweise. So früh wie möglich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere die Frage des Bodenerwerbs und der anzusetzenden Grundstückspreise mit dem Bund klären, falls noch nicht geschehen. Und das soll jetzt wirklich, verstehen Sie es nicht, weil es überhaupt kein Affront gegen die BIMA sein. Ich schätze die BIMA sehr, gerade unter auch ihrer neuen Leitung, die ich sehr gut kenne aus meiner Hamburger Zeit. Trotzdem ist es immer gut, sozusagen klar zu sagen, wir wollen die Instrumente, die wir als Stadt haben, nämlich die Bodenpreise jetzt mal einzufrieren durch einen Beschluss zu den vorbereitenden Untersuchungen nach 141 BauGB. Entschuldigen Sie, dass das jetzt so technisch ist, aber ich will Ihnen einfach diesen Hinweis geben. Das ist kein Affront gegen die BIMA, sondern es ist sozusagen eine Versicherung, dass Sie die sozialen, kulturellen und bürgerschaftlichen Ziele, die Sie anstreben, auch tatsächlich hinterher von der Bodenpreissituation her umsetzen können. Und fangen Sie ganz früh mit einer Kosten- und Finanzierungsübersicht an, damit Sie wissen, was Sie sich überhaupt leisten können, was Sie überhaupt versprechen können. Und wer sind die gewünschten Projektpartner? Die Investorenstruktur, also kleine Investoren, große Investoren, Mischung natürlich und die Klärung der verwaltungsseitigen Organisationsstruktur. Und schließlich die Frage, ob die Stadt das Gebiet selbst entwickeln sollte oder einen Entwicklungsträger einsetzen will. Dazu müssen viele Rahmenbedingungen diskutiert werden, Personalausstattung, Leistungsfähigkeit, wer kommt als Träger überhaupt in Frage, wie steuere ich einen Träger und so weiter. Und schließlich die Vertiefung der Thematik IBA bzw. anderer städtebaulicher Festivalisierungsformate. Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihnen diese Festivalisierungsformate, sage ich mal, in der Öffentlichkeitsarbeit, in der politischen Durchsetzung oder auch in der Selbstverpflichtung, nicht zu unterschätzen, in der politischen Selbstverpflichtung helfen, dann sind die gut. Aber wenn die, sagen wir mal, nur so ein Schmuckelement sind, um das mal salopp ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu erwecken, dann sind sie schlecht. Denn wenn Sie sich mit einem solchen Instrument sozusagen tatsächlich auseinandersetzen, dann müssen Sie dieser Selbstverpflichtung, diesem Commitment auch gerecht werden. Also Fazit, langer Rede, nach dem Masterplan fängt die Arbeit an. Und wenn es Sie interessiert, was Bewohnerinnen und Bewohnern und also Gewerbetreibende, Gewerbepioniere, Infrastrukturpioniere, Kulturpioniere und andere zivilgesellschaftliche Pioniere nach 10, 15 Jahren zur Marbachshöhe sagen, dann schauen Sie einfach mal in diese Links rein. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Ja, vielen, vielen Dank, Uli Hellwig. Das war, glaube ich, schon ein ganz toller auch Übergang zu unserem dritten Vortrag. Und ich begrüße hier ganz herzlich Stefan Reiß-Schmidt. Stefan Reiß-Schmidt hat lange in München gearbeitet als Stadtdirektor, wie es dort heißt, aber eben auch Leiter der Stadtentwicklungsplanung. Er war vorher aber auch leitender Planer beim damals noch KVR. Und ich meine, es war zu IBA-Zeiten, zu den vielbeschworenen, also auch ein intimer Kenner der nordrhein-westfälischen Szene. Und jetzt ist er eben, wie wir es vorhin gehört haben, auch einer der Gründer der Initiative Bodenrecht, die sich mit der Frage nach dem Umgang mit Boden eben auch beschäftigt. Bitte, Stefan Reiß-Schmidt. Vielen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren. Jetzt müssen Sie sich noch einen Vortrag anhören, und das auch noch zu einem ganz, ganz schwierigen Thema. Ich hoffe, es gelingt mir, die Viertelstunde noch Ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass ich etwas beitragen darf zu diesem tollen Projekt. Der Rundgang hat mich fasziniert, auch der Blick in den Masterplan, der wirklich ein sehr kreatives und belastbares Instrument für eine solche ganz tolle, wirkliche Jahrhundertaufgabe ist. Ja, hier auf dem Titel sehen Sie, dass eine der schon erwähnten Flächen, nämlich das Loretto-Quartier in Tübingen, weil das auch ein Beispiel dafür ist, dass Bodenpolitik ein wichtiger Schlüssel für das Gelingen solcher Konversionsprojekte ist.
eine Quintessenz aus 15 Jahren Tätigkeit in der Kommunal- und Regionalentwicklung im Ruhrgebiet und 20 Jahren Leitung der Stadtentwicklungsplanung in München war dann für mich Ende 2017, also zum Zeitpunkt meiner Pensionierung, mit anderen Kolleginnen und Kollegen, darunter einer ehemaligen Stadtbaurätin und einem ehemaligen Oberbürgermeister, die Münchner Initiative für ein soziales Bodenrecht zu gründen. Und daraus ist inzwischen ein Netzwerk bodenpolitisch aktiver Städte in Deutschland geworden. Mit vielen Veranstaltungen in letzter Zeit online, 2018 eine große kommunale Werkstatt, der Münchner Ratschlag zur Bodenpolitik. Das hat dann später dazu geführt, im Jahr 2020/2021, dass ich Mitinitiator bin des Bündnis Bodenwende, dem viele Architektenverbände, Planerverbände, Architektenkammern, auch die Nordrhein-Westfälische ist Mitglied, der Deutsche Mieterbund gehört dem Bündnis an, der Bund Naturschutz und viele andere Verbände und Organisationen und Stiftungen, die sich mit Stadtentwicklung und Bodenpolitik beschäftigen. Wir haben Wahlprüfsteine gemacht, die auch brav beantwortet wurden von den Parteien. Das können Sie auf unserer Homepage bei der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung nachlesen. Und wir haben Forderungen gestellt. Und eine dieser Forderungen möchte ich hier heute zitieren. Das ist nämlich die Forderung, dass der Bund aufgefordert wird, Konversionsflächen und andere nicht mehr für Bundeszwecke benötigte Bundesgrundstücke kostenfrei für gemeinwohlorientierte Nutzungen an die Kommunen zu übertragen. Eine revolutionäre Forderung, die sich leider im Koalitionsvertrag nicht wiederfindet. Warum? Sie wissen es. Die Frage der Bodenpolitik als ein wichtiges Fundament von nachhaltiger und sozial orientierter und kreativer Stadtentwicklung ist in den letzten Jahren wieder sehr stark in die Debatte gekommen. Sie war nie ganz weg, aber sie ist verschüttet gewesen. Und das hat damit zu tun, dass eben die Bodenpreise durch die Weltfinanzkrise und die Verschiebung von Investitionsschwerpunkten in die Höhe geschossen sind, der Mangel an bezahlbarem Wohnraum immer größer wurde. Und das hat dazu geführt, dass erstens viele Städte sich im Rahmen der bescheidenen und lückenhaften Instrumente, die sie haben, auf eine aktive Bodenpolitik zu besinnen beginnen, aber dass auch internationale Dokumente wie die neue Leipzig-Charta, die alle Städtebau- und Stadtentwicklungsministerinnen der EU unterzeichnet haben, dieses Thema aufgeworfen hat. Übrigens, mit den drei Dimensionen liegt die Leipzig-Charta genau richtig, wenn man sie vergleicht mit dem Memorandum, das ja älter ist, das Sie für diese Konversionsfläche gemacht haben. Das sind nämlich fast die gleichen Schlüsselelemente. Ja, und hier sind wir bei dem Memorandum und meine fünf Thesen, die sich teilweise natürlich überlagern mit dem, was schon gesagt wurde. Erstens, eine ambitionierte Quartiersentwicklung erfordert über die Planung hinaus eine kooperative Prozessbegleitung. Und die braucht bodenpolitische Rahmenbedingungen. Zweitens, städtisches Bodeneigentum als Zwischenerwerb ermöglicht eine integrierte Umsetzung mit innovativen Quartiersmacherinnen. Drittens, das Konzeptverfahren bei der Grundstücksvergabe gewinnt neue Ideen und mutige Akteure. Es schafft soziale und räumliche Synergien. Viertens, zur dauerhaften Qualitätssicherung ist die Vergabe von Erbbaurechten besser geeignet als der Verkauf. Fünftens, entwicklungsbedingte Wertsteigerungen des Bodens dienen der Refinanzierung des öffentlichen Entwicklungsaufwands. Sie gehören nicht auf private Bankkonten, egal ob in Deutschland oder auf den Kaimaninseln. Die Bausteine kommunaler Bodenpolitik kennen Sie natürlich. Ich will nur kurz unter zwei Gesichtspunkten etwas dazu hier erläutern. Es ist sicher keine gute aktive Kommunalpolitik, wenn man ausschließlich bedarfsorientierten Grunderwerb betreibt. Das kann man also als Strategie eigentlich gar nicht bezeichnen. Das hat auch kein Steuerungspotenzial. Das kooperative Baulandmodell, wo man mit privaten Eigentümern städtebauliche Verträge macht, ist ein ganz guter erster Schritt. München hat das ja seit 1994 vorgemacht, aber es passiert nur freiwillig mit Kooperationsbereiten und es lassen sich
keine Qualitäten vereinbaren. Da stehen zwar Qualitätsbegriffe in den Verträgen, aber in Wahrheit sind es Quantitäten, nämlich Anteile, zum Beispiel von geförderten Wohnungen und Geldbeträge. Die Qualität, die aus einem kooperativen Prozess kommt, kann man nicht mit einem Dutzend Eigentümern per städtebaulichem Vertrag vereinbaren. Dann wechseln die Eigentümer, dann überträgt sich zwar die vertragliche Bindung auf den Nächsten, aber das alles ist keine gute Voraussetzung für eine wirkliche Steuerung. Langfristige Bodenvorratspolitik ist natürlich der Königsweg. Da muss man vor 50 Jahren mit angefangen haben, wie etwa Ulm. Das kann man nicht schnell nachholen. Und der große Vorteil ist dann, dass Städte, die das gemacht haben oder die auch neu damit beginnen, wie die Stadt Münster, nur noch dort Baurecht schaffen, wo sie Eigentümer der Grundstücke sind. Sie können dann die Wertsteigerung auch vollständig zur Refinanzierung nutzen und haben ein hohes Steuerungspotenzial. Und dann nicht zu vergessen und schon erwähnt von Uli Hellwig, die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme, die als hoheitliche Maßnahme an strenge Voraussetzungen geknüpft ist, aber auch dazu führt, dass eine hohe Steuerungsmöglichkeit und eine volle Refinanzierung aus der Wertsteigerung möglich ist. Was haben Sie hier für, das Barca-Areal für Ihr Zukunftsquartier für Optionen? Auch wenn einige nur theoretisch sind, möchte ich sie doch erwähnen. Die BIMA entwickelt selbst oder verkauft an private Entwickler. Das tut sie an vielen Stellen, wenn man das auf der Homepage sich anguckt. Und das wird auch dort natürlich positiv dargestellt. Hat aber natürlich wenig zu tun mit einer aktiven kommunalen Entwicklung, weil dann doch die Regie woanders liegt. Auch wenn es dann natürlich Kooperationsvereinbarungen gibt. Die Stadt könnte Teilflächen kaufen, wo sie bestimmte gemeinwohlorientierte Nutzungen realisiert. Das führt dann zu einer meistens nicht sehr förderlichen Zersplitterung der Verhältnisse, weil es daneben dann Private gibt und das alles ist sehr, sehr schwer zusammenzukriegen. Insofern also ganz klar die Empfehlung, die, glaube ich, auch von meinen Vorrednerinnen und Vorrednern indirekt oder direkt angesprochen wurde, die Erstzugriffsoption nutzen, die Stadt kauft die gesamte Fläche und versucht in bestmöglicher Weise die Verbilligungsgrundsätze dabei sich zunutze zu machen. Und auch das von Uli Hellwig schon erwähnt, gegebenenfalls Sicherung von Gemeinwohlzielen durch die Einleitung einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme mit vorbereitenden Untersuchungen und das auf jeden Fall durch eine Satzung zum besonderen Vorkaufsrecht. Das sind sozusagen die Sicherungsseile, um dann in diesem Lichte auch die Verhandlungen führen zu können. München ist in dieser Weise vorgegangen mit insgesamt 11 Kasernen und einem Standortübungsplatz und hat schon 1992 diese Einleitungsbeschlüsse zu städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen beschlossen. Und zwar nicht nur für Militärflächen, sondern auch für alle Bahnflächen. Es kam dann kurze Zeit später der erste Haushaltsvermerk des Bundes zur verbilligten Abgabe für Gemeinwohlnutzungen an die Kommunen, nicht ganz zufällig, nach dieser von München und einigen anderen Städten vorgelegten Initiative. Das Ergebnis war dann in München der Verzicht auf die Weiterführung der Entwicklungsmaßnahme und die Durchführung auf vertraglicher Grundlage als sogenannte Als-Ob-SEM, auch mit sehr strengen Auflagen seitens des Bundes. Es wurden dann sowohl unter dem Eigentum des Bundes als auch der Stadt sehr vielfältige künstlerische, kulturelle und kreativ-gewerbliche Zwischennutzungen realisiert und seit 1994 insgesamt 6 Quartiere mit insgesamt 15.000 Wohnungen und leider erst in den letzten Quartieren auch einer nennenswerten Zahl von Arbeitsplätzen realisiert, davon 50% geförderte Wohnungen im Schnitt. 2 Standorte wurden privat entwickelt durch BMW und Bayern München. Was sind wichtige Voraussetzungen dafür, damit man das sich zunutze macht, dass man Eigentümer ist? Das muss ja einen Sinn haben. Es geht ja nicht darum, das Eigentum zu haben und sich daran zu freuen und einen Zaun drum zu ziehen, sondern es zu öffnen für kreative Verfahren. Und da hat Tübingen in der Tat
Hamburg könnte man, glaube ich, noch nennen und 3, 4 andere Städte schon sehr früh Pionierleistungen mit dem Prinzip der Konzeptvergabe gemacht. Da war München noch lange nicht so weit, da hat München zu der Zeit noch Höchstgebotsausschreibungen gemacht. Und dieses Konzeptverfahren, wie diese Bullet Points aus einem Forschungsprojekt von Robert Themel im Auftrag der BBSR zeigen, gehen genau in die Richtung, die hier eben schon vielfach thematisiert wurde, wie eine vielfältige, innovative und kooperative Quartiersentwicklung mit vielen Akteuren und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards, wie die ablaufen kann. Diese Qualitätskriterien, die können Sie natürlich aus dem Masterplan entnehmen und diese Auflistung hier ist mehr oder weniger jetzt nur ein Beispiel dafür, was da alles dazugehören kann, also von den sozialen bis zu den Prozesskriterien. Wichtig ist im konkreten Fall die Konzentration auf die entscheidend wichtigen wenigen Kriterien, also nicht die Größe der Zahl macht es, sondern die Qualität des Durchdachtseins dieser Kriterienliste und dann eine gute Gewichtung. Es gibt dann mehrere Varianten. In München wird im Wesentlichen das Konzeptverfahren mit Festpreis, der wiederum residual ermittelt wird aus den zu erzielenden Mieten für die überwiegend geförderten und preisgedämpften Wohnungen durchgeführt. Es gibt aber dann auch die Möglichkeit, den Kaufpreis mit 20 oder 30% mit anzusetzen oder das Konzept zu kombinieren mit einem gewissen Anteil für die niedrigste Miete. Das hat Hamburg, das hat auch München und andere schon gemacht. Und es gibt die Möglichkeit, Konzept und niedrigste Fördersumme miteinander zu kombinieren. Also da ist viel Kreativität je nach Zielgruppe möglich. Und natürlich sollten die Ausschreibungen möglichst zielgruppenorientiert sein. Wie komme ich jetzt zurück? So. Genau. Die entscheidenden Phasen in so einem Konzeptverfahren sind neben der Kriteriendefinition sicher die Bewertung, möglichst in einer Bewertungskommission, in der dann auch viel diskutiert wird und die Konzepte persönlich vorgestellt werden. Und schließlich nach der Anhandgabe oder Optionierung der Flächen die weitere Projektqualifizierung durch die ausgewählten Optanten. Das mündet dann schließlich in eine Vergabe und natürlich auch eine entsprechende Realisierungsverpflichtung. Auch kleine Städte wie Kirchheim unter Teck mit 40.000 Einwohnern haben auf einer Konversionsfläche da ganz interessante Erfahrungen und Entwicklungen gemacht mit einer ungeheuren breiten Palette von selbstnutzenden Bietern, von sozialen Trägern, von kommerziellen Trägern, die sich auf bestimmte Quartiers- und Gemeinwohlziele verpflichten, sehr kleinteilig und orientiert um entsprechende Ankernutzungen. Ein sehr faszinierender Prozess, der für die Ortsentwicklung auf dieser zentralen Fläche sehr, sehr viel an Qualität gebracht hat. In München ist ein ganz wichtiges Qualitätselement bei diesen Ausschreibungen mit Konzeptverfahren die Kooperation mit Genossenschaften. Die werden mit 30 bis 40% der Ausschreibungen bedacht, die nur für Genossenschaften und Mietshäuser-Syndikatprojekte ausgeschrieben werden. Und das hat dazu geführt, dass es in München erstens inzwischen eine große Zahl an realisierten Projekten daraus gibt, die auch zum großen Teil beachtliche Qualität und in einigen Fällen auch Preise gewonnen haben, wie zuletzt San Remo, den DAM-Preis oder den Deutschen Städtebaupreis, den das Projekt im Domagpark Wagnisart gewonnen hat. Diese Qualität war deshalb möglich, weil die Stadt zugleich mit der Entscheidung, diese 30 bis 40% der städtischen Flächen nur für Genossenschaften auszuschreiben, die Mitbauzentrale München gegründet hat, 2014, und die Stadtbau München GmbH damit betraut hat, mit städtischen Mitteln die Beratung und Begleitung von Neugründungen von bislang 15 Genossenschaften zu betreiben. Das wird inzwischen auch in der Region München und nach demselben Modell in vielen anderen Städten betrieben und ist ein echter Erfolgsfaktor.
Das Interessante ist, dass die erst sehr zögerlichen alten Genossenschaften, die ja eigentlich keinen Grund haben, ins Risiko zu gehen, weil sie abgeschriebene Bestände haben, dass die dann nach einigen Jahren angestachelt von den Erfolgen der jungen, neu gegründeten Genossenschaften auch begonnen haben, teilweise in Kooperation neue Projekte zu machen und sich auf die Konzeptausschreibungen zu bewerben. Das Ganze hat einen großen Vorteil auch über die reine Wohnbautätigkeit hinaus, denn die Genossenschaften sind sehr aktiv in der Quartiersentwicklung. Sie schließen sich zusammen, wie hier im Prinz-Eugen-Park, einer ehemaligen Pionierkaserne, die gerade fertig geworden ist, zu Konsortien. Teilweise machen da auch private Bauträger und städtische Gesellschaften mit und betreiben das Quartiersmanagement, in dem Fall sogar in Form einer Quartiersgenossenschaft, zu dem alle beteiligten Genossenschaften und Unternehmen beitragen. Und die moderieren den Quartiersrat, betreiben die Quartierszentrale, deren Grundriss man unten sieht. Dazu gehört eine Mobilitätsstation, ein Concierge-Service, Gäste-Apartments, Coworking-Räume und anderes. Und sie betreiben aktive Vernetzungsarbeit durch einen Newsletter und Arbeitskreise. Alles das wäre ohne städtisches Eigentum an der Fläche und ohne Konzeptverfahren niemals möglich gewesen. Letzter Punkt: Darf, soll man verkaufen? Die Basler Bürger haben das vor einigen Jahren entschieden und haben gesagt mit 67% Nein, die Stadt Basel soll nur noch Erbbaurechte vergeben und nichts mehr verkaufen. Das ist eine Diskussion in deutschen Städten, sehr kontrovers. Es gibt überzeugte Anhänger des Erbbaurechts wie die Stadt München, die das seit einigen Jahren ausschließlich macht. Es gibt Städte, die machen das im Wahlrecht, Vollerwerb oder Erbbaurecht. Und es gibt viele gute Gründe für das Erbbaurecht, die man auch in den Dokumenten dieser Diskussion, wie etwa dem entsprechenden Papier des Deutschen Verbandes für Wohnungswesen, Erbbaurechte, einen Beitrag zur Bereitstellung von Wohnbauland für bezahlbaren Wohnungsbau, Fragezeichen, nachlesen kann. Da gibt es also dann auch ein paar Tipps, wie man vernünftig und gut und fair Erbbaurechte gestaltet und wie man die Hürden überwindet. Da will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Ich denke, das ist aber eine Frage, über die jede Stadt ernsthaft nachdenken sollte, in welchen Fällen sie verkauft und in welchen Fällen sie über das Erbbaurecht eine langfristige Bindung hat. Sie haben ja Bindungen für bezahlbaren Wohnungsbau, Miet- und Belegungsbindungen in der Regel nur für maximal 25, 30, im Extremfall wie München das jetzt probiert, 40 Jahre, ob das vor Gericht standhält, wissen wir nicht. Und beim Erbbaurecht haben sie Bindungsdauern von 80 oder 99 Jahren. Und das ist natürlich erheblich mehr. Wenn Sie dauerhaft den kommunalen Grundbesitz behalten und mehren wollen und gleichzeitig Spekulation wirksam verhindern wollen. Herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank, lieber Stefan Reiß-Schmidt. Und jetzt haben wir eine kleine künstlerische Pause, denn ich möchte jetzt bitten, alle bisherigen InputgeberInnen nach vorne zu kommen. Wir machen nämlich jetzt mit unserer Gesprächs- und Podiumsrunde weiter. Und natürlich auch Frau Warnecke und Herrn Bürgermeister Dreyer nach vorne zu bitten. Und natürlich auch schon angekündigt Frau Professor Riegraf von der Universität Paderborn und Herrn Martin Götzler von D-Space mit nach vorne zu bitten. Wir können uns alle hier auf diesen Sitzwürfeln niederlassen. Es wird Mikrofone geben und zu trinken gibt es hier auch vorne. Und alle anderen können sich mal eben schnell das Glas voll machen. Wir machen in ein, zwei Minuten weiter. So, meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten, langsam wieder Platz zu nehmen. Und wir wollen ja ein bisschen ins Gespräch kommen hier. Und im Übrigen, die Kollegen, die jetzt hier noch mithelfen beim Abbauen, der Kollege Raphael Prell, der wird gleich auch ein Mikrofon dabei haben. Also wenn Sie eine Rückfrage an uns hier vorne haben, heben Sie die Hand. Die Kollegen gucken aufmerksam, ich werde es auch versuchen zu sehen. Und dann können Sie gerne auch sich beteiligen hier oder eine Frage nochmal an unsere Expertin stellen, weil so ein Podium, muss man sagen, hat man nicht alle Tage.
Das sage ich auch ganz ehrfürchtig hier, weil das wirklich ganz, ganz toll ist, dass Sie alle heute gekommen sind. Und ich möchte gerne unsere beiden neuen Gäste, die Sie kennen, aber die wir heute noch nicht eingeführt haben, nochmal begrüßen. Vielleicht warten wir noch eine Sekunde, bis alle sich gesetzt haben. Genau. So, ich glaube, da hinten steht man noch ein bisschen für Getränke an. So, prima. Genau, als erstes begrüße ich recht herzlich nochmal Frau Professor Brigitte Riegraf. Sie ist Präsidentin der Universität Paderborn, eben Pioniernutzerin, wenn man so sagen will. Sie ist schon lange in Paderborn oder länger in Paderborn, auch als Vizepräsidentin für, war sie auch an der Universität schon, hat in Berlin promoviert und damit auch sozusagen ganz unterschiedliche Stadtgrößen im Gepäck. Darüber wollen wir vielleicht gleich kurz reden. Und dann begrüße ich ganz herzlich Martin Götzler. Martin Götzler ist Unternehmer. Er war lange in unterschiedlichen Unternehmen tätig. Er ist in München geboren, war bei Siemens erst. Dann ist er zu Osram gegangen, war dort auch für Osram in den USA als CEO, später CFO, später CEO, also Geschäftsführer. Und ist jetzt Geschäftsführer von DSpace, einem der Technologieführer im Bereich sozusagen Software für Automobilindustrie unter anderem. Ganz, ganz wichtiges Unternehmen hier und eines, was so ein bisschen diese DNA der Stadt fortschreibt, die ja mit Nixdorf eigentlich ganz, ganz früh schon einen Pionier im Computerzeitalter hier hervorgebracht hat. Und die beiden, sage ich mal, Neuen hier unter uns möchte ich gerne auch jetzt erstmal ein bisschen reinholen. Und Frau Riegraf, Sie sind ja als Präsidentin der Hochschule hier vielleicht mit besonderen Erwartungen heute da oder auch in Bezug auf das Quartier jetzt hier gestartet. Aber ich möchte erst noch mal wissen, dieser Hochschulstandort Paderborn, das ist ja erstaunlich, wenn man sich anguckt, 20.000 Studierende in etwa, das ist eine Studierendenquote, die reicht schon fast an die klassischen Hochburgen der Universitätenstädte ran. Was ist für Sie denn die größte Herausforderung aus Sicht der Hochschule, was diesen Hochschulstandort angeht? Das frage ich deshalb, weil wir immer auch die Frage stellen, wozu soll denn dieses Quartier beitragen? Bitte. Oh, Sie müssen es nach oben schieben, Entschuldigung. Alle können das Mikrofon dann nach oben schieben. Genau. Ich glaube, die wichtigsten Momente hat eigentlich Frau Reichert schon formuliert. Und da bin ich ihr auch wirklich sehr dankbar dafür, weil ich dachte dann nach ihrem Vortrag, okay, jetzt ist eigentlich alles gesagt. Also die Frage, die wir als Hochschulstandort auch Paderborn haben, ist bei Ihnen in vielerlei Hinsicht angeklungen. Wir haben einen demografischen Wandel. Wir haben auch veränderte Perspektiven von Studierenden und auch wissenschaftlichen Kräften und Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die wir hierher holen wollen und hier halten wollen, die auch Ansprüche an Lebensqualität haben. Das hatten Sie auch noch mal formuliert. Die Frage nach Mobilität, nach neuen Formen, Lebensformen sind sehr häufig, das merken wir auch in den Verhandlungen, die wir führen, sind sehr häufig entscheidend für die Entscheidung eines Standortes. Und ich glaube, diese Kombination, wir sind zunehmend in Konkurrenz mit anderen Standorten und da auch wirklich die Frage nach Lebensqualität ein entscheidendes Moment für eine Standortentscheidung und dann auch so bestimmte Formen von Lebenskontexten, die man verwirklichen kann. Klimaschutz spielt eine Rolle, Sie haben das genannt, Mobilität spielt eine Rolle, die bei einer bestimmten Gruppe zunehmend dafür entscheidend wichtig wird, wohin sie sich entscheiden zu gehen. Manchmal ist es gar nicht so sehr die Frage, wie viel verdiene ich, spielt auch eine Rolle, ganz sicher. Aber nicht die sozusagen die 100, 200, 300 Euro mehr, sondern wirklich die Frage, wo kann ich auch diese Werte leben, die zunehmend wichtig werden. Und diese Kombination, das sehe ich in diesem Art von Leben, von Zukunftsquartier, ist für uns als Universität eine große Chance, auch hier Bindungskraft nochmal an die Universität zu stärken und an die Region zu stärken. Frau Reichert, Sie haben das vorher nochmal gesagt, wir brauchen Fachkräfte, wir wollen die jungen Leute hier halten, wir wollen, dass sie hier bleiben. Und das spielt einfach eine entscheidende Rolle und da kann das Quartier eine wichtige Komponente sein. Und das spielt wahrscheinlich nicht nur für die Beschäftigten an der Universität eine Rolle, sondern auch für die Studierenden. Auf jeden Fall. Ist das auch ein Faktor, sozusagen Paderborn als Stadt und dass man hier auch den Master macht und vielleicht auch hinterher bleibt?
Ja, und auch da ist vorher eigentlich alles schon gesagt worden. Natürlich, also die Bindekraft, die Bindewirkung an die Region, nicht nur für den Master, sondern auch später als Fachkräfte. Ich meine, wir haben auch das Thema Fachkräftemangel. Aber auch, wie attraktiv ist es hier zu leben? Und Sie haben auch noch mal darauf hingewiesen, ich weiß nicht, wer von Ihnen beiden waren, die Frage bezahlbarer Wohnraum ist eine zukünftig entscheidende Frage, glaube ich. Und das in Kombination mit einer Nähe auch zur Universität und dann auch wirklich, das finde ich in dem Masterplan auch sehr gut gemacht, beispielsweise mit Mobilitätskonzepten, die es auch ermöglichen, schnell von hier nach da zu kommen und hier einen lebenswerten Raum zu schaffen, auch kulturell, also auch keinen toten Raum, ne, wo man wohnt und dann wieder geht, sondern auch wirklich öffentliche Räume schafft, wo dann sozusagen auch Leben möglich ist und damit attraktiv für Studierende auch wird. Also für beide. Ja, Herr Götzler, D-Space hat sich in Paderborn gegründet, wenn ich das richtig verstanden und gelesen habe. Vielleicht, damit man versteht, was das Unternehmen macht, vielleicht ein paar Worte dazu. Wie kam es zu dieser Gründung und was ist genau sozusagen der Grund, warum dieses Unternehmen genau hier ist? Ja, das Unternehmen wurde 1988 als Ausgründung aus der Universität Paderborn von 4 Gründern um Herrn Dr. Hanselmann gegründet, der heute auch noch der Eigentümer mit der Familie ist. Und man muss sagen, die Universität und auch der Professor damals, der hieß Lückel, waren sozusagen der Nährboden. Aber was auch geholfen hat, D-Space dort zu gründen, war sicherlich auch der sehr starke Push der Firma Nixdorf, die relativ viel auch an den Flughafen, aber auch Institute und so weiter gepusht. Und das hat natürlich auch der Firma D-Space dann erste Schritte dann auch ermöglicht. Jetzt haben Sie ja sozusagen viele sozusagen berufliche Stationen an sehr unterschiedlichen Orten gehabt. Jetzt sind Sie in Paderborn seit einiger Zeit. Jetzt erst einmal für Sie persönlich, aber auch aus Sicht Ihres Unternehmens. Was fehlt Ihnen am meisten in Paderborn? Und was ist vielleicht etwas, wo Sie sagen, das ist wiederum etwas, was die anderen nicht hatten? Also vielleicht fange ich mal an, was gut ist und was war, wo ich auch wirklich Vorteile sehe, auf denen man aufbauen sollte. Es wurde teilweise schon angesprochen. Zum Beispiel, wir brauchen ja auch als Unternehmen zusätzliche Arbeitskräfte, sehr qualifizierte Arbeitskräfte. Das Thema bezahlbarer Wohnraum ist ein großer Vorteil hier. Das Thema kurze Wege, also über das Thema Ampeln können wir dann nochmal sprechen, aber kurze Wege ist für mich ein Riesenvorteil. Ich finde auch eine tolle Umgebung hier. Also ich fahre gern nach Detmold oder nach Soest, das sind für mich auch nette Umgebungen. Man hat hier durch die Sportanbindung, aber auch durch die Wohnraum, der geschaffen wurde, für junge Familien viele Möglichkeiten. Es ist halt wichtig, dass man die Menschen hierher bringt. Und wenn sie mal da sind in Paderborn, dann gefällt es ihnen auch. Aber das ist genau der Punkt, an dem ich jetzt mal ansetzen möchte, dass wir grundsätzlich nochmal nachdenken müssen, weil ich glaube, dass das, was auch Frau Reicher hier ausführlich geschildert hat, dass wir zwar einerseits bekannt sind und das vor allen Dingen wahrscheinlich über den Fußball in Deutschland, ja, aber die Attraktivität ist nicht ausreichend. Sie ist nicht ausreichend. Viele betrachten Paderborn als provinziell. Also ich habe bestimmt schon 12 Studenten und Doktoranden in München angesprochen, dass sie doch zu uns kommen, weil wir wirklich tolle Jobs haben. Es ist eigentlich unmöglich. Ja? Und da müssen wir dran arbeiten, wie können wir diese Attraktivität steigern. Und das ist ein Aspekt. Ein wichtiger Aspekt, der da natürlich auch drauf einzahlt, ist die Anbindung. Ja? Wir haben heute noch gar nicht über die jungen Leute gesprochen, Generation Y und Z. Die haben ganz andere Erwartungen an Weltoffenheit, Weltanbindung. Natürlich brauche ich eine regionale, natürlich brauche ich eine städtische Anbindung, aber ich brauche eine Anbindung auch zur Welt. Und da ist der Bahnhof, also es wurde leider irgendwo gesagt, der reicht aus, reicht nicht aus, das kann ich ganz klar sagen. Ein ICE am Tag reicht nicht und der geht um 11, der ist für unser Team völlig ungeeignet. Und da muss man nachlegen und dann auch das Thema Flughafen ist eine tolle Sache, aber auch da muss man mehr tun. Also das Thema Anbindung ist ein großes Thema und in den Städten, wo ich halt gewohnt habe, war das immer kein Problem. Ich bin mal ein halbes Jahr von Boston nach London gependelt, weil meine Familie in London war, ich war in Boston
Und das ging dann in 7 Stunden Tür zu Tür. Das brauche ich manchmal nach München. Und insofern, da kann man noch was tun. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir hier einen Weltflughafen brauchen, aber wir müssen daran arbeiten, weil das ist für die Jugend auch ein wichtiges Argument. Ja. Und vielleicht noch einen Aspekt. Natürlich ist in den großen Städten natürlich noch mal die Kultur, Kunst, Musikszene ist noch mal viel ausgeprägter. Klar, da kann man auch noch mal nachlegen, sollte man auch nachlegen. Und da ist, glaube ich, dieses neue Zukunftsquartier ein guter Ansatz. Und da kann man auch sicherlich vieles dann auch mit bewegen. Also insofern, ich sehe das als eine tolle Chance, dieses Zukunftsquartier, aber es sind noch flankierende Maßnahmen zusätzlich notwendig. Jetzt nochmal an die anderen Gäste, an unsere InputgeberInnen vielleicht gefragt. Jetzt haben wir gehört, also es ist sozusagen große Hoffnung gibt es in dieser Stadt, was dieses Quartier angeht. Kann man denn sozusagen diese Idee, ein Stadtversprechen auch zu erneuern, wirklich auf die Schultern eines Quartiers legen? Wo sehen Sie Paderborn? Sie kennen die Stadt unterschiedlich tief, aber haben Ihre Eindrücke. Und was sozusagen kann das Quartier für Paderborn leisten wirklich? Was ist so Ihre Einschätzung? Darf ich ein bisschen ausholen? Ich habe mich jetzt ein bisschen vorbereitet aufs heutige Treffen. Insofern habe ich auch mal, vielen Dank, Michael, deine Leute haben mir auch Zahlen gegeben. Also es ist so, in den letzten 10 Jahren hat Paderborn ungefähr einen Bevölkerungszuwachs von 10.000 Menschen. Das sind also 1.000 im Jahr, das sind ungefähr 0,7% pro Jahr. Das ist die Statistik. Von diesen 10.000 ist die Hälfte, sind zugewandert sozusagen in die Gruppe der über 65-Jährigen. Also ich sage mal, in der nicht mehr Erwerbstätigen. Und gleichzeitig, wenn man sich die Alterspyramide mal anschaut, gehen in den nächsten 10 Jahren über 10.000, eher 11.000 bis 12.000 in die Gruppe der über 65-Jährigen. Das heißt, über 1.000 Menschen in den nächsten 10 Jahren pro Jahr, über 1.000 Menschen gehen in Rente. Das heißt, wenn wir den Zuwachs, wie ich beschrieben habe, der letzten 10 Jahre weitermachen, dann können wir nur die Jobs, die frei werden, durch die in Pension gehen, auffüllen. D-Space braucht aber mehr Leute. Wir haben allein in den letzten 10 Jahren, wir haben noch nachgeschaut, 700 Leute aufgebaut, wir haben unsere Truppe verdoppelt und wir können das Tempo auch erhöhen. Ja? Und auch sicherlich wird es noch andere Unternehmen geben, die da mehr brauchen. Also die Zuwanderung ist ein ganz wichtiger Aspekt. Nun, was ist unsere Zielgruppe und was erwarten wir daher auch von diesem Zukunftsquartier? Die Zielgruppe, die wir haben, sind im Wesentlichen qualifizierte, natürlich Großteil auch sehr junge, ich sage immer Generation Y und Z, das sind die Leute, die jetzt zu uns dann kommen und auf die muss man sich einrichten. Und wir haben mal überlegt, was bedeutet das, was erwarten wir von so einem Zukunftsquartier als Unternehmen. Und dabei ist auch rausgekommen, und das ist das Schöne daran, dass vieles, was schon vorgedacht ist, ist auch von uns wichtig. Aber ich habe es nochmal aus einer anderen Brille mir angeschaut. Und deswegen will ich es hier kurz noch zusammenfassen. Also das ganze Thema Digitalisierung. Es muss eine durchgängig digitale Infrastruktur da sein, weil das ist für diese sogenannten Digital Natives die Grundvoraussetzung, dass sie wohin gehen. Ja, das zweite ist diese Mobilitätsthematik. Ich hatte es angesprochen, die Leute sind weltoffen, die wollen die Chance haben, auch mal in andere Länder oder nicht nur im Umkreis, sondern auch weiter wegzukommen. Das heißt, wir müssen das Thema Anbindung weiter vorantreiben. Das Thema Arbeitswelt oder innovative Arbeitswelt. Es geht darum, Büroarbeit, mobile Arbeit und natürlich Wohnen zu verknüpfen. Das ist für diese Leute ganz entscheidend. Dann das ganze Thema Infrastruktur der kurzen Wege, das wurde angesprochen heute, ganz wichtiges Aspekt für mich. Coole Kulturszene, übrigens in ganz Paderborn. Eine Sache, die auch wichtig ist, wurde, glaube ich, heute gar nicht angesprochen. Wie kriegen wir spannende Unternehmen und Startups in diese Region und dieses hier rein? Weil die jungen Leute, die wechseln heute häufiger. Das ist zwar auch ein Problem für die Space, aber dem können wir uns nicht entziehen. Insofern müssen wir da auch mehr Unternehmen, also das Thema, wie viele Unternehmen und wie viele spannende Unternehmen bringen wir unter, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das Thema Uni wollte ich nochmal, wir müssen wegkommen, wir sind zu stark in Paderborn eine Tagesuni. Das heißt, die Leute leben hier nicht, sondern pendeln. Ja? Wir müssen es schaffen, dass die Leute sich hier ansiedeln, wurde ja auch schon gesagt. Und am besten so sich dann verankern und integrieren, dass sie am Schluss auch noch gründen. Ja? Und das ist zum Beispiel ein ähnliches Problem, was Aachen hatte. Und die haben da, glaube ich, auch ganz gute Wege beschritten. Und das kann man hier, glaube ich, ganz gut auch ansetzen. Insofern, es gibt
viele Dinge, die kann man mit dem Zukunftsquartier jetzt angehen und in Zusammenarbeit mit den Unternehmen und der Uni, aber man muss sie im Schulterschluss tun. Das ist ein geschlossenes Thema. Wenn hier nicht alle an einem Strang ziehen, dann kann das sein, dass wir hier was Tolles aufbauen, aber es kommt keiner. Und das müssen wir vermeiden. Jetzt haben Sie ganz, ganz schön das, was an Qualitäten eben genannt wurde, wo Uli Helbig auch sagte, wir müssen Qualitäten schaffen. Ne? Was wir auch viel gehört haben in den drei Vorträgen, haben Sie ganz schön nochmal illustriert, welche Qualitäten das sind. Die muss man jetzt entwickeln. Herr Dreyer, jetzt möchte ich Sie nochmal fragen, vielleicht auch Frau Warnecke, wo sehen Sie denn jetzt, wenn wir auf diesen Entwicklungsprozess gucken, auf diese 20 plus Jahre, die wir vor uns haben. Wo sehen Sie denn da die größte Herausforderung für sich? Also aus meiner Sicht, und das ist auch in den Impulsvorträgen immer wieder deutlich geworden, ist es außerordentlich wichtig, und ich hatte es zu Beginn gesagt, wir haben ein Stadtversprechen auf den Weg gebracht, gemeinsam mit der Stadtgesellschaft, gemeinsam mit den Vereinen, Institutionen, Organisationen. Und ich denke, das ist aus meiner Sicht eines der wichtigsten Rezepte für die Zukunft, hier gemeinsam dieses Stadtversprechen immer wieder zu wiederholen und gemeinsam, und ich betone gemeinsam, diese unglaubliche Chance zu nutzen. Und Frau Reicher hat es so schön gesagt, und ich glaube, das ist das, was wir hier in Paderborn auch praktizieren. Frau Professor Riegraf hat es angesprochen, ist die enge Verbindung zwischen der Stadt, also der Stadtgesellschaft, der Universität, der gesamten Hochschul- und Forschungslandschaft und der Wirtschaft. Und ich denke, daraus dieses Stadtversprechen immer wieder zu erneuern und dann aber auch vor dem Hintergrund die gesamte Stadtgesellschaft einzubinden, angefangen in den sozialen Bereichen, über Sport, Kultur, auch diese Themen sind angesprochen worden, dass es eben ein Quartier wird, ein Stadtteil in der Stadt Paderborn, der integriert ist, der nicht isoliert ist. Das war uns immer wichtig bei allen Gesprächen, bei allen Runden, die wir durchgeführt haben, mit den Experten, dass wir Übergänge schaffen wollen. Und da eben das Thema Mobilität, auch das ist angesprochen worden, die Mobilität der Zukunft hier vollumfänglich zu nutzen. Und ich glaube, das ist einfach eine gigantische Chance, die Jahrhundertchance für Paderborn. Und ich persönlich bin sehr dankbar und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir das mit dieser Stadtgesellschaft hinbekommen werden. Danke, Claudia Warnecke. Vielen Dank. Ja, das klang jetzt auch von Michael Dreyer an. Ich glaube, wir brauchen als erstes ein klares Bekenntnis, dass wir diesen Next Level auch wirklich in der Stadt erreichen wollen. Ich glaube, wir haben alle gemeinsam, wir jetzt städtischerseits, aber dann auch in den Beiträgen nochmal versucht herauszufinden, warum ist das denn tatsächlich so eine einmalige Chance für, ja, letztendlich für quasi diese Symbiose zwischen einer Stadt, einem Stadtraum und den Nutzungen, die aber die Stadt zwingendermaßen braucht, um wirklich dauerhaft sich zu behaupten. Also es ist deutlich geworden, die Konkurrenz unter den Städten, die wird einfach deutlich größer. Und das heißt, ich meine, es braucht so ein klares Bekenntnis zu sagen, wir wollen uns auf diesen Next Level wirklich hinbewegen. So, und dann vor dem Hintergrund auch den Prozess klug zu gestalten und zu kuratieren, denn auch das war ja die Feststellung, man muss das schon sehr aufmerksam immer wieder prüfen und möglicherweise dann auch nachsteuern. Der Masterplan legt das ja schon an, dass wir nicht ein ganz festes, starres Korsett haben, aber diese Begleitung über einen langen Zeitraum und eben dann der lange Atem, also sich auch selber zu vergegenwärtigen, ja, das ist eben kein Sprint. Das ist kein Sprint, sondern das ist schon ein Langlauf und den auch wirklich in Angriff nehmen zu wollen. Also das ist das, glaube ich, was jetzt dann für die nächste Phase tatsächlich ansteht. Also ein dickes Brett, Herr Dreyer. Ja, ich würde das gerne noch ganz kurz ergänzen, das, was Martin Götzler auch angesprochen hat, das Thema Start-ups und Firmen, die Möglichkeit bieten, sich hier in Paderborn anzusiedeln. Ich glaube, auch hier ist die Chance unglaublich hoch, die wir mit diesem neuen Stadtquartier auf den Weg bringen können. Wir haben gemeinsam mit Paderborn überzeugt, die Vertreterinnen und Vertreter sind heute hier, die Garage 33 seinerzeit auf den Weg gebracht, die sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben jetzt dieses unglaublich tolle Projekt mit dem Accelerator auf den Weg gebracht, gerade für Start-ups hier die Möglichkeit zu schaffen, sich hier in diesem Quartier bereits jetzt
niederzulassen und auch die Möglichkeit zu haben. Und lassen Sie mich, das war mir gerade wichtig, noch mal zu sagen, ich fand das toll, dass in Ihren Beiträgen immer wieder das Thema der Zwischennutzung auch angesprochen wurde. Denn wir reden hier, ich hatte es zu Beginn gesagt, über einen Zeitraum, der sich bis zu 30 Jahren erschließen kann. Und wir hier einfach die Möglichkeit auch nutzen müssen und können, Gott sei Dank können, um Zwischennutzung Raum zu geben und damit auch, und das ist auch vorhin angeklungen, zum Beispiel Start-ups oder auch für Wohnformen, wie auch immer für Bürosituationen eben Übergangslösungen schaffen zu können. Und was ich ebenfalls brillant finde, und da bin ich persönlich auch sehr dankbar, dass die Universität sich hier in Paderborn sehr, sehr positiv entwickelt und jetzt im Grunde auch ein klares Signal eben in dieses Zukunftsquartier sendet und sagt, wir können uns vorstellen, uns auch hier entsprechend einzubringen oder nicht nur vorstellen, sondern sie bringen sich ein. Und ich finde auch, das ist ein tolles Zeichen. Ich hatte vorhin zu Beginn während meiner Begrüßung gesagt, wir haben das Handwerk dabei, wir haben die Industrie, wir haben den Handel, wir haben Sport, Kultur, Sozial, wir haben alle Verbände hier mit im Boot und ich denke, das ist außerordentlich wichtig und nochmal, das Thema der Bürgerbeteiligung steht für uns hier mit an ganz oberster Stelle, denn dieses Stadtquartier kann man nur gemeinsam schaffen und das ist, ich wiederhole mich, für Paderborn eine gigantische Chance. Danke, Herr Dreyer. Christa Reicher. Dann habe ich so den Eindruck, das ist aus der Ferne betrachtet eine wahnsinnig begünstigte Stadt. Ja, die Flusslandschaft, die historische Bausubstanz, die Universität und so weiter. Und die größte Gefahr, die da drin besteht, gerade wenn eine Stadt so begünstigt ist, ich betone das jetzt wirklich mal so bewusst, dass man denkt, naja, man hat ja auch mit Schritten, Zukunftsschritten nach vorne auch einiges zu verlieren. Und meine Erfahrung aus vielen Debatten um Stadtentwicklung ist, man muss dieses Fundament, was da ist, natürlich wertschätzen und weiterentwickeln. Aber wenn man nicht den Mut hat, sozusagen in die Zukunft auch mal zu springen, dann wird man, und das wollte ich auch so ein bisschen untermauern durch meine Ausführungen, zu den Verlierern zählen. Ich habe eine Zeit lang die Universität Zürich begleiten können im Sinne von Stadtentwicklung und Universität. Und wenn man mal hinter die Kulissen guckt, Zürich, lebenswerteste Stadt, ja, neben Wien in Europa, hat eine Flusslandschaft, hat den See und so weiter, dann sagen die eindeutig, unser größtes Problem ist der Wohnraum. Und irgendwann werden hier keine Hochschullehrer, werden hier keine Beschäftigten mehr hinkommen und die Studierenden aus den anderen Ländern können sich schon gar nicht mehr leisten, hier hinzukommen, weil wir keinen Wohnraum haben. Also an solchen, sagen wir mal, Star-Universitäten und den lebenswertesten Städten sieht man, dass sie ihre Grundprobleme erkannt haben. Sie sagen, wir gehören heute zu den lebenswertesten Städten, aber wir müssen diese Defizite, die wir haben und diese Chancen, die wir in den Entwicklungspotenzialen, auch in den Hochschulstandorten und in den Bestandsquartieren haben, nutzen. Also ich will damit sagen, die Angst vor Stadtentwicklung, dass man auch was verlieren kann, wenn man vielleicht zu weit Innovation zulässt, vielleicht etwas aufgibt, das kann ich einfach nur negieren, weil wenn man nichts wagt, dann wird man vor dem Hintergrund, dass sich Stadt und Land neu sortieren, dass sich die Hochschullandschaft neu sortiert, dass sich sozusagen die Konkurrenz um Einwohner, um junge Menschen nochmal ganz massiv neu aufstellen wird, dann wird man zu den Verlierern gehören. Und ich sehe das große Potenzial. Sie haben hier dieses Filetstück und deshalb habe ich von Next Level und auch von dem Momentum gesprochen, weil ich weiß, wie viele Städte sich die Finger lecken würden um diese Grundstücke. Also man darf nicht stehen bleiben, Frau Rieger. Ja, ich würde da gerne anknüpfen, weil ich sehe das ganz genauso und deshalb nochmal ein Kompliment auch an Frau Warnecke und an Dreyer und an die ganze Gruppe dahinter, diesen Mut gemacht zu haben und diesen Schritt gemacht zu haben und auch so wirklich ein ambitioniertes Projekt draus zu machen, weil ich würde das natürlich auch nochmal an Richtung D-Space unterschreiben. Die Leute wollen auch eine gute Anbindung haben, aber sie wollen nicht nur eine gute Anbindung haben, sondern sie wollen auch eine lebenswerte Umgebung haben und sie wollen das nochmal verknüpfen.
verknüpfen. Das wäre wirklich nochmal mein Plädoyer, das im Hinterkopf zu behalten mit Fragen Nachhaltigkeit, Klimawandel, Mobilität. Und da entsteht wirklich die Chance, in dem Quartier sowas anzufangen oder neu wirklich aufzubauen. Und das finde ich wirklich großartig, dass der Mut da ist, und hat diesen Schritt nach vorne zu gehen. Das hilft der Uni, glaube ich, wirklich. Klar, es dauert ein Weilchen und das ist eine Mühe wert, aber sie ist es auch wirklich wert. Und ich meine, Sie von den Unternehmensseite wissen das auch. Unternehmen, die sich mit was zufrieden geben, die sind eben sehr schnell auch wieder weg vom Fenster. Und ähnlich ist es eben mit der Stadt. So habe ich Sie jedenfalls verstanden. Danke für den, darf ich was sagen dazu? Ja, gerne. Mir ein offenes danke für den Ball, den Sie mir zuwerfen. Ich wollte noch was zu den 20 bis 30 Jahren sagen. Also das ist ein Zeitraum, mit dem kann ein Unternehmen nichts anfangen. Ja, wir haben jedes Jahr und wir haben großen Wettbewerb, der ist global, der ist international natürlich und der geht, wie beschrieben wurde, nicht nur um Technik, sondern um Menschen. Ja, und wenn wir es nicht schaffen, dieses Quartier, ich meinetwegen in zwei Perioden oder in drei Perioden, aber ich sage mal nicht mehr, jede Periode darf nicht mehr als zwei, drei Jahre. Er kann es erzählen, wie lange die in München gebraucht haben für jedes Quartier oder Teilquartier. Das sind ganz andere Zeiträume. Wie wollen Sie dann den Leuten, die da am initial einziehen und denen Sie ein großes Versprechen gemacht haben, das dann erst in 20 Jahren kommt, wieso soll ich dann da einziehen? Insofern, man muss sich schon gut überlegen, wie man da Zug reinbekommt. Irgendeiner hat heute gesagt, der Masterplan, mit dem Masterplan beginnt die Arbeit. Genauso ist es, aber man darf sie nicht über 20 Jahre. Dann, das ist für uns nicht attraktiv als Unternehmen. Da werden wir keinen herbringen. Das muss in ganz kurzen und getakteten Schritten sein. Und sonst kommen die Leute nicht. Sonst haben schon andere Städte wieder überholt oder rechts, wie Sie sagen. Es geht ja da wirklich um die Einwohner. Wir wollen ja Weltbevölkerung hierher bringen und das geht nur, indem wir Lösungen auch rasch jetzt aufziehen und nicht über Jahrzehnte. Also das ist meine Meinung und als Unternehmer denken wir auch in 3 und 5 Jahren, aber wir denken nicht in 30 Jahren und nicht in 20 Jahren, weil so das funktioniert auch nicht. Ja. An unsere Expertin gefragt, ist das zu defensiv gedacht? Also müssen wir eigentlich auch viel schneller werden und ist man in Wahrheit viel schneller? Ich denke jetzt mal an große Stadtentwicklungsprojekte, die tatsächlich 20 Jahre gebraucht haben und eigentlich immer noch im Werden sind. Und wie kriegt man das hin, diese Ungeduld, die ja berechtigt ist, auch zu befriedigen? Also ich verstehe die Ungeduld und kenne sie natürlich aus zahllosen Gesprächen mit Partnerinnen und Partnern, mit denen wir Münchner Quartiere entwickelt haben. Aber auf der anderen Seite als Stadtentwicklungsplaner und als jemand, der zu tun hat mit Entscheidungsträgerinnen in der Politik, im Stadtrat, weiß ich, dass ich Prozesse nur bedingt und oft dann nur auf Kosten der Qualität so beschleunigen lassen, dass sie genau in diese kurzfristigen Zeitraster fallen. Also ich glaube schon, dass es richtig ist, was auch in dem Masterplan steht, dass man einen langen Horizont braucht, dass man auch Geduld braucht, dass man deshalb auch Zwischennutzungen sehr strategisch einsetzen muss. Und das ist aber auch, glaube ich, in dem Masterplan angelegt, man braucht, auch wenn das Ganze 20 Jahre oder 30 dauert, man braucht kleine, relativ übersichtliche Abschnitte, die man schnell realisieren kann und die dann ein Mosaikstein sind, wo das ganze Mosaik dann 30 Jahre dauert. Ich glaube, man muss versuchen, diese beiden Denkweisen irgendwo miteinander zu harmonisieren und aufeinander zuzugehen, weil, wie gesagt, Stadtentwicklung ist ein Langfristgeschäft. Die Entscheidungen, die heute gefällt werden, wirken über 100 Jahre und mehr. Das kann man an jeder Stadt studieren, dass Entscheidungen, die im Mittelalter gefällt wurden, bis heute nachwirken. Und insofern braucht man Geduld. Und gerade bei meinem Thema der Bodenpolitik, da gibt es keine schnellen Erfolge, sondern da gibt es nur Schritt für Schritt. Und da zahlt sich manchmal erst in der nächsten Generation eine kluge Bodenpolitik aus. Also insofern Zwischennutzungen ganz strategisch einsetzen, so dass sie auch die Ungeduld der Ungeduld Rechnung tragen und kleine Realisierungsabschnitte, die eben in ein solches Gerüst wie diesem einerseits lockeren, aber andererseits auch entschiedenen Masterplan eingehängt sind. Wir haben eben gerade eine Wortmeldung, die schon etwas länger ist, habe ich gesehen. Danach Uli Hellwig und dann Brigitte Riegraf. Raphael Prell geht gerade hin. Ich habe es auch nicht gesehen, es ist so wahnsinnig. Ah, hier vorne, genau, Herr Honervogt, genau. Super.
Genau, noch nutzen wir den Strom. Ja, guten Abend, Dieter Ohnervucht, Bauausschussvorsitzender, stellvertretender Bürgermeister. Ich würde gerne mal so aus meiner Sicht ein Statement abgeben. Also zunächst erstmal bedanke ich mich ganz herzlich bei den Vortragenden. Ich habe wirklich eine Menge dazugelernt und sehe auch, dass dieses Quartier eine Riesenchance ist. Ich glaube, das unterschreibt aber auch jeder. Da sind wir uns ganz einig. Ich glaube aber, aus der Diskussion kann man auch Folgendes mitnehmen. Mit diesem Quartier, was sich über 10, 15, 20 Jahre vielleicht entwickelt, und das wird es dauern, auch wenn ich Ihre Ungeduld gut verstehen kann, da verbinde ich aber eine Diskussion mit, die ich eigentlich auf Paderborn übertragen möchte. Also es geht hier um Qualität einer Stadt. Dieses Quartier wollen wir nun ganz besonders toll entwickeln. Haken dran, wollen wir tun. Aber diese Qualitäten sollten Sie natürlich im anderen Teil von Paderborn widerspiegeln. Das heißt, wir müssen im Wettbewerb um Arbeitskräfte, im Wettbewerb um andere Universitäten, im Wettbewerb um gute Köpfe, müssen wir Paderborn weiter attraktiv gestalten. Frau Reicher hat an der Entwicklung Pader mit teilgenommen. Sie haben das damals auch mal wunderbar in einem Vortrag geschildert, wie wichtig dieses Potenzial ist. Da sind wir, glaube ich, gut unterwegs. Vielleicht auch nochmal mit dem Eckes, was wir anstreben. Also da können wir uns toll profilieren. Wir haben ein Projekt mit dem Kreativquartier, was sicherlich auch ganz was Besonderes ist. Verbindung zu jungen Leuten gegenüber Nachbarschaft zu D-Space, Universität und so weiter. Und hier haben wir jetzt Qualitäten, die ich aber auch gerne in anderen Ecken in Paderborn sehen würde. Weil ich einfach glaube, es reicht für Paderborn nicht aus. Und ich unterstreiche das alles, was Sie gesagt haben, dass wir hier was Besonderes machen. Aber die Anstrengungen müssen im Grunde genommen in der ganzen Stadt, soweit wir das alles schultern können, weiterlaufen. Wir haben jetzt eine Problematik, die Haushalte werden knapper werden, es wird einen Kampf um die Ressourcen geben, aber wenn wir uns nicht zukunftsgerecht aufstellen, das heißt für die jungen Menschen, ich habe selber Kinder in dem Alter, die wissen, dass ich diese Stadt liebe und gehen trotzdem nach Berlin. Also das ist einfach der Kampf und deswegen meine ich, was ich heraus mitgenommen habe, ist, natürlich machen wir uns jetzt auf den Weg. Ich unterschreibe das nochmal alles. Aber das sind auch Ansätze, die sind auch in anderen Quartieren oder für andere Quartiere wichtig, weil ich glaube, das, was wir hier diskutieren, und übrigens die Diskussion, die würde ich mir in meiner Paderhalle wünschen, mit 1000 Teilnehmern, die dann mal mitkriegen, über was wir uns hier Gedanken machen. Also diese Diskussion kann man in Teilen, das ist meine Meinung, auch auf ganz Paderborn übertragen. Und das würde mir mal gut gefallen. Danke. Genau. Bevor wir zur nächsten Wortmeldung gehen, möchte ich jetzt aber gerne Uli Hellwig und dann Frau Riegraf noch mal dran nehmen. Ich muss sagen, als ich das gelesen habe mit den 20, 30 Jahren, habe ich ehrlich gesagt auch ein bisschen geschluckt. Also man darf einfach die... Dankeschön. Man darf einfach die Dynamik nicht unterschätzen, die man entfachen kann mit so einem Gebiet. Diese Dynamik kann sich übrigens auch von allgemeinen immobilienwirtschaftlichen Entwicklungen abkoppeln. Das haben wir in Kassel wirklich ganz deutlich erlebt. Also ich habe es kurz erwähnt, Kassel war Anfang der 90er Jahre nun wirklich eine Zonenrandstadt mit einer ganz schwachen Wirtschaft. Und wir haben damals zwei Gebiete entwickelt. Also wir haben nicht nur die Marbachshöhe mit 64 Hektar entwickelt, sondern auch noch die Kasseler Unterneustadt, also die im Zweiten Weltkrieg zerstörte Altstadt. Und es haben unendlich viele Leute, vor allen Dingen die Presse, immer gesagt, der Stadtbaurat spinnt, der überhebt sich völlig. Wir können unmöglich zwei Gebiete entwickeln. Die konkurrieren sich doch gegenseitig in Grund und Boden. Und was ist passiert? Es hat sich eine bestimmte Klientel sozusagen für die Marbachshöhe interessiert und es haben sich wieder völlig andere Leute für die Unterneustadt interessiert. Und in die Marbachshöhe, also in die ehemalige Hindenburg-Wittig-Kaserne, sind vor allen Dingen Familien reingegangen und Kleingewerbetreibende und Gründer. Also die, ich sag mal, heute würde man sagen Start-up, so hieß das damals noch nicht. Und diese Szene hat einen unglaublichen Akzelerator, ich greife mal den Begriff auf, Effekt ausgeübt und hat sozusagen über Mundpropaganda, über ihre eigenen Netzwerke Leute reingeholt. Aber das hat natürlich deswegen funktioniert, weil wir schon angefangen
hatten, bevor im Grunde klar war, was eigentlich jetzt wirklich sozusagen am Ende des Tages herauskommt. Wir hatten auch ähnlich, wie Sie es gemacht haben, 3 Teams beauftragt, damals sehr renommierte Stadtplanungsteams, und unser Stadtplanungsamt hat daraus sozusagen eine Synthese gemacht, und da, wir haben gesagt, damit fangen wir jetzt einfach mal an und gucken mal, wie das funktioniert. Und wir machen das Gelände auf. Das war das Wichtigste, was wir mit dem Bund vereinbaren konnten. Und wenn Sie diese Interviews da lesen, von diesen Links, von diesen Pionieren, dann beschreiben die das auch, ja. Das war so, sie sind morgens, wurde das Kasernentor geschlossen, und dann sind sie mit ihren Lieferwagen da reingefahren, haben alles gemacht. Und dann sind eben etliche andere gekommen. Dann hat sich ein Technologiezentrum nebenan angesiedelt. Und diese Dynamik, die darf man nicht unterschätzen. Und die zieht einfach auch Leute an, die hält auch Leute am Standort, die sonst weggehen würden. Und man darf denen, da gebe ich Ihnen völlig recht, man darf denen nicht sagen 30 Jahre, sondern man muss einfach sagen, das entwickeln wir jetzt. Und zwar so gut und so schnell, wie es geht, aber auch so gut, wie es geht. Und da sind eben die Zwischennutzung ein ganz, ganz zentraler Hebel, weil aus Zwischennutzern werden Investoren. Und wenn dann noch, sag ich mal, Schlüsselprojekte wie zum Beispiel die Uni dazukommt, so Leuchtturmprojekte, dann kann die Konstellation, das sage ich mal ganz wirklich mit fester Überzeugung, die Konstellation, wie sie bei Ihnen ist, kann eigentlich nicht besser sein. So, und wenn Sie das jetzt noch in eine anständige Governance-Struktur umsetzen, weil daran sind, muss man auch mal sagen, auch viele Projekte gescheitert, weil die das eben nicht gewuppt gekriegt haben. Und weil das dann irgendwie nicht funktionierte, dann waren die Bodenpreise zu hoch und so weiter. Und das ist aber bei Ihnen nicht absehbar, sondern im Gegenteil mit dem, was Sie sagen, Herr Dreyer, mit diesen Kooperationsansätzen holen Sie die Leute natürlich ins Boot. Aber am Ende des Tages geht es natürlich dann schon auch um Preise. Es geht auch um Geld und es geht auch um Planungsrecht und es geht auch um Mietverträge und es geht auch um sozusagen Infrastruktur, die geschaffen werden muss. Und, aber ich will Ihnen da wirklich Mut machen, weil die Grundkonstellation, die ist bei Ihnen bestimmt deutlich besser, als sie bei uns damals in der Hindenburg-Kaserne war. Und die Hindenburg-Kaserne, wo wir auch immer intern gesagt haben, 20, 30 Jahre, war 2010 fertig, 1995 begonnen. Also deutlich schneller. Frau Riegraf. Und dann der Herr im blauen Hemd. Na, nur ganz kurz, also ich habe mir das auf den Folien, ich glaube bei Ihnen war das auf den Folien, wie lange jeweils die Stadtquartiere gedauert haben. Das war zwischen 4 und 18 Jahren, also ein sehr großes Range. Insofern, glaube ich, ist der entscheidende Punkt, ich kann die Unruhe verstehen und die Ungeduld, aber ich glaube, man muss auch aufpassen, dass das nicht übers Knie gebrochen wird. Der entscheidende Punkt, die Dynamik, die entsteht von den einzelnen Gruppen. Wenn die da ist, kann das ja relativ schnell gehen. Aber wenn sie nicht da ist, dann hat man hier ein wunderbares Quartier und es steht leer. Also meine schlimmsten Erfahrungen dabei sind in China, wo tolle Sachen gebaut wird, aber keiner zieht hin. Das wäre natürlich eine Katastrophe. Und wenn sie auch kein Commitment innerhalb der Stadt hat und sozusagen keine Anbindung innerhalb der Stadt, dann ist es zwar eine tolle Idee, aber die kein Backing hat. Und das wäre eine Katastrophe. Aber das scheint ja nicht so der Fall zu sein. Deshalb bei aller Ungeduld, das Ganze braucht auch ein bisschen Zeit, wenn man die Leute sozusagen mitnehmen muss und die Dynamik entfalten muss. Aber man kann mit Projekten auch sofort starten, ne? Also das ist ja eine Stufenrakete, die nicht erst in 20 Jahren startet, sondern wahrscheinlich gleich startet, ne? Jetzt haben wir den Herrn im hellblauen Hemd. Kurz den Namen. Stefan Hoppe. Also ich wollte einmal mich dafür bedanken für den Input, dass das Ganze eigentlich schneller sein müsste. Auch Dieter Unerfucht danke ich für das Statement. Ich finde das ein bisschen interessant. Wir planen Zukunftsquartier. Wir nennen das alles, wir wollen total vorne sein. Man hat mal 1250 mit dem Kölner Dom angefangen, dann hat man ein wahnsinniges Beispiel der Gotik gebaut. Das Ding war fertig 380 Jahre, nachdem die Gotik vorbei war. Und ich weiß nicht, ob wir in so eine Situation rein wollen, dass wir dann sagen, wir haben jetzt ein Zukunftsquartier und wir reden da über Technologien, die in 20, 30 Jahren, ja klar, wir können anpassen, aber in 20, 30 Jahren ist das ein alter Hut. Und ich glaube, dass es auch darum gehen wird, dass so ein Quartier in einer großen Fläche auch in gewisser Weise aus einem Guss und in einer Zeit entstanden ist. Und wenn ich mir überlege, was wir in den letzten 20, 30 Jahren, was sich in der Stadt hier verändert hat, ich glaube, wir haben in 10 Jahren schon ganz andere Projekte vor der Brust. Und wer weiß, ob dann nicht in Sennelage auf einmal noch was ganz anderes zu entwickeln ist, weil sich da was getan hat. Vor 10 Jahren hätte uns auch keiner hier geglaubt zu sagen, wir sitzen heute hier und suchen eine Nachnutzung der Kaserne hier. Also
dafür erstmal vielen Dank. Was mich viel mehr interessieren würde, ist, Sie haben jetzt eben über eine Generation gesprochen, zu der ich jetzt so am Rande vielleicht noch gehöre oder nicht, wo man jetzt immer irgendwann sich, also die hat ganz, ganz viele Anforderungen. Sie haben das alles gut beschrieben. Sie wollen schnell in Paderborn sein, aber auch schnell wieder weg. Es muss ein hippes Quartier sein. Es muss viel Kultur, viel dies, viel das, viel jenes. Auf der anderen Seite stellt sich mir die Frage, gibt es da Erfahrungen, dass die dann tatsächlich auch bleiben, sich niederlassen, Familien gründen? Dass, ich meine, 5 Jahre von denen ein bisschen Einkommensteueranteil als Stadt zu haben, ist gut, von den Firmen Gewerbesteuer zu haben. Aber wir wollen ja auch eine Stadtbevölkerung haben. Wir wollen eine soziale Komponente darin haben. Wir wollen im Grunde ja auch von den Bürgerinnen und Bürgern, wir wollen mündige Bürgerinnen und Bürger, die sich beteiligen, und wir wollen das mithaben. Da habe ich ja nichts von Digital Nomads, die jetzt mal hier vorbeikommen, weil es gerade hippes Quartier ist, und dann wieder weggehen. Das ist für mich jetzt eine entscheidende Frage, wie, nachdem ich sie angelockt habe, wie binde ich sie an den Standort und wie halte ich die dann hier? Also, wenn ich darauf antworten darf, aus meiner Erfahrung in unserem Unternehmen sind sehr, sehr viele Zugereiste, die ewig geblieben sind, 20 Jahre, durchaus auch mehr, 10 Jahre, und ihre Familie hier großgezogen haben. Das habe ich auch gesagt, für Familien ist das eine spannende Umgebung. Und wenn die Leute mal da sind, dann bleiben sie auch. Aber ich habe auch gesagt, das Wichtigste ist, dass wir den Attraktivitätsfaktor hochsetzen. Und da gehört einiges noch nachgebessert, damit die Leute, die wir mehr brauchen, ich habe vorhin die Rechnung gemacht, wenn wir mit 1.000 weiterfahren, wird die Stadt eher schrumpfen. Wenn wir das nicht hinkriegen, werden die nicht kommen, weil wir stehen hier um Einwohner, das war eine schöne Folie, um Einwohner und im Wettbewerb und halt auch um Studenten und qualifizierte Arbeitskräfte. Und wenn wir das nicht hinkriegen, dann und ich habe auch nicht gesagt, ich habe vorhin einen Satz gesagt, man muss das geschlossen machen. Wenn die Gruppe der Verantwortlichen und Entscheidungsträger dieser Stadt nicht an einem Strang ziehen, wird sowieso nicht funktionieren. Also ich sage jetzt mal, ich kann ein bisschen von außen drauf schauen. Es gibt schon eine Fraktion, die sagt, weiter so. Das wurde heute auch angesprochen, vorhin von Frau Reicher. Und wenn das Ziel ist, das kann man auch machen, aber dann brauchen wir ja kein Zukunftsquartier. Ich fände es nicht gut und für die D-Space-Entwicklung wäre es ganz schlecht. Aber ich muss auch nochmal sagen, zu dem Zeitfaktor, wir machen auch nicht alles in einem Jahr. Wir haben auch Projekte, die 3 Jahre dauern und so weiter. Und wir teilen die aber in Schritte auf. Insofern wäre ich dankbar, wenn wir Ihrem Vorschlag folgen und dann gute Meilensteine bauen. Aber ich würde es unterstützen, weil ich glaube, dass gerade die jüngere Generation ein solches Wohnquartier ganz anders annimmt als vielleicht jetzt schon Generationen, die 10 Jahre jünger sind wie ich oder 15 Jahre jünger, also Generation X nennt man das, oder Babyboomer. Und deswegen würde ich sowas auch sehr stark unterstützen. Und ich kann nur sagen, um es zusammenzufassen, die Leute, die mal hier sind, zum großen Teil bleiben die. Die ziehen nicht weg. Ja, danke nochmal für dieses bestärkende Statement. Hier eine Wortmeldung noch vorne. Raphael, vielleicht noch in der zweiten Reihe hier vorne der Herr mit dem, ich glaube, weißen Shirt im blauen Licht. Ja, ich hätte nochmal eine Frage an Herrn Götzler. Sie hatten was ganz Interessantes gesagt eben. Also Roland Hüser ist mein Name, Entschuldigung. Sie hätten gesagt, die Leute, die kommen, die bleiben irgendwann. Und Sie sagten, die Schwierigkeit besteht darin, die Leute herzuholen. Und da würde mich interessieren, und das geht auch so ein bisschen in die Richtung, was Dieter Unterfuch gesagt hat, nämlich an die ganze Stadt zu denken. Was macht denn Paderborn aus deren Sicht, die man schwer hier hinbekommt? Die haben eben mit den Doktoranden aus München als beispielhaft, haben sie das genannt. Ist es die Tatsache, dass der Paderborner Hauptbahnhof oder der Paderborner Flughafen nicht die gleiche Konnektivität wie der Flughafen in Boston hat oder in London, was sicherlich schwer zu erreichen sein wird? Ist es ein schlechtes Mobilfunknetz? Was ist es denn überhaupt? Können Sie es irgendwo an festmachen? Weil das wäre ja sehr interessant, um daraus Maßnahmen abzuleiten, unabhängig von diesem Quartier. Also das ist in der Tat im Detail schwierig. Aber es gibt doch viele Studenten in München, die ziehen nach Regensburg. Es gibt auch Münchner Studenten, die ziehen nach Aachen. Inwieweit sie dann da bleiben, darüber haben wir schon gesprochen. Auch Aachen hat das Problem, dass die Studenten nicht unbedingt bleiben. Also man muss irgendwo, Anbindung ist ein ganz wichtiges Thema, die Leute wollen hin und wollen woanders hin auch. Das ist ein ganz wichtiges Thema und da ist Michael Dreyer gefragt, da müssen wir richtig dran arbeiten, ja, sonst wird es schwierig.
Aber dann gibt es eben so viele kleine Facetten, die am Schluss ein Gesamtbild, ein Mosaik für eine Stadt ausmachen. Und da müssen ein paar Oh-Wow-Steine dabei sein. Und ich glaube, da gibt es Städte wie Regensburg oder Aachen oder auch vor allen Dingen vielleicht auch Münster, die sind da einen Schritt weiter. Ja? Obwohl wir eigentlich von der Lage her hier mittendrin eigentlich gut angebunden sein konnten und eine gute Situation. Mitten in Deutschland finde ich eigentlich eine attraktive Lage und es gibt auch nicht so viele, sagen wir, große Städte, Umgebungen, mit denen wir konkurrieren. Aber wir finden zu wenig, es gibt zu wenige von diesen Mosaiksteinen und daran, ich kann Ihnen die Antwort heute auch nicht geben, aber an diesen Mosaiksteinen, ich nenne sie mal Obausteine, die müssen wir finden. Und da ist für mich die Anbindung ein Aspekt, weil ein ICE am Tag für eine Unternehmung, die Welt, die, sagen wir mal, mittlerweile 80% ihres Geschäfts im Ausland macht, ja, klar, wir haben den Flughafen, aber Sie wissen auch, wie das im Moment läuft, da kann es nicht sein, dass es einen ICE am Tag geht und der geht um 11. Und da müssen wir dran arbeiten und das ist ein wichtiger Aspekt, das Thema Szene, Musikszene, Kunstszene, da gibt es auch kleinere Städte, die vielleicht einen Schritt weiter sind. Was toll ist, finde ich, die Sportszene hier, also der Nixdorf, also die Familie Nixdorf hat da viel auf die Beine gestellt, tolle Sache, ist natürlich im privaten Bereich, ist jetzt wiederum nicht, sagen wir mal hier, wie jetzt in London oder so, auch im Football und im Fußball und was weiß ich, Rugby, was die da alles treiben. Aber das will ich auch nicht vergleichen. Das muss man muss sich für die Ostwestfalen passende Mosaiksteine aussuchen und daran muss man arbeiten. Und da gibt es sichere, klügere Köpfe als ich, aber es muss ein Wow-Faktor entstehen. Und es ist auch so interessant vielleicht für Sie, weit mehr als 50%, ich schätze mal, habe mir die Zahl jetzt heute nicht geben lassen, vielleicht 70% unserer Bewerbungen sind aus dem Ausland oder 80% sogar. Über 50% sind aus Indien. Ja, die kennen sich natürlich in Deutschland gar nicht aus, aber ja, denen ist dann recht, wenn sie in Deutschland arbeiten können. Und wir haben auch viele indische, also wir haben in den letzten 10 Jahren, jetzt sind wir ungefähr 100 ausländische Mitarbeiter, aber mir ist egal, wo die herkommen, wir haben einen Pool von weltweit den besten Leuten und die brauchen wir. Ja. Und die wollen wir auch hierher bringen, wenn sie wünschen, aber die arbeiten natürlich auch in unseren Landesgesellschaften. Aber Sie müssen sich vorstellen, wir haben einen Kunden, der kommt aus China, ein Kunde, der mit uns 10 Millionen macht, vielleicht auch mehr. Ja. Wie kommt der zu uns? Ja? Der fliegt nach München und wenn kein Flieger geht, ja, dann ist das für den ein 3-Tagestrip oder 2-Tagestrip. 2 Tage hin, 2 Tage zurück. Ja, da kommt der nicht. Ja, und das Gleiche gilt für den Kunden aus Tokio und aus Detroit. Ja, und das ist da, deswegen sage ich mal, wenn da ein ICE, und das Problem ist, wenn ich Kassel, ich sage nochmal, jetzt bin ich hier der Alleinredner, aber meine Mitarbeiter fahren nach Kassel. Ja, zu Kundenmeetings fahren die dann mit dem Zug von Kassel. Was meinen Sie, wie viele Meetings schon auf der A44 gestoppt wurden, weil da so ein Stau war, dass die ihren Züge nicht mehr erreicht haben? Ja, und das sind die Dinge, vielleicht ist das für Sie nicht so relevant, aber für uns ist es als Unternehmen. Das sind dicke Bretter, die natürlich weit außerhalb des Zukunftsquartiers liegen, aber die zeigen, das Ganze muss ein Gesamtpaket nachher am Ende bieten. Über Attraktivität, genau. Und das gehört halt dazu. Ja. Genau. Ich möchte jetzt gerne noch mal so auf der Schlussrunde noch mal ein bisschen in das reinleuchten, was uns die drei Expertinnen auch so ein bisschen präsentiert haben und mitgegeben haben, nämlich die Frage nach der richtigen Umsetzung, nach der richtigen Form. Also eine Frage war so ein bisschen, die ich noch mal mitgenommen habe. Man kann das jetzt in-house machen, man kann das in der Entwicklungsgesellschaft machen. Da gibt es ganz unterschiedliche Arten, wie man das macht. Was hat sich denn da bewährt? Ist es völlig wurscht? Hängt das von den Kapazitäten vor Ort ab? Wonach sollte man sowas entscheiden? Die Helwig vielleicht. Ja, das ist schwierig zu sagen, offen gestanden. Es hängt also, sag mal, ich sag's mal ganz offen, es hängt A von der Leistungsfähigkeit der Verwaltung ab, es hängt B vom politischen Backing ab und es hängt C von den Kooperationsstrukturen innerhalb der Verwaltung ab. Weil diese Projekte sind ja extrem integrativ. Das heißt, man muss Stadtplanung mit Tiefbau, alles zusammen mit Grün und Umwelt zusammendenken. Bildung und Soziales spielen sofort rein, Wirtschaftsförderung spielt sofort rein, vom Verkehr ganz zu schweigen. Das heißt, wenn die Stadt es sich zutraut, sozusagen
diese kooperativen, integrativen Verwaltungstasks, diese integrative Verwaltungstaskforce zu schaffen und sie sozusagen politisch auch so auszustatten und so zu becken, also zu unterstützen, zu stärken, dass sie entsprechend agieren kann, dann kann die Stadt das selber machen. Das ist auch nicht unbedingt eine Frage, dass man das nicht bezahlen kann, weil wenn Sie zum Beispiel das Entwicklungsrecht anwenden, dann wird so eine Taskforce zum Beispiel auch über die Entwicklungsgewinne bezahlt. Also ein Beispiel dafür, eine Stadt, die das so macht und die das auch sehr erfolgreich macht, ist zum Beispiel die Stadt Konstanz. Ja, die Stadt Konstanz entwickelt den Hafner, ist jetzt keine Konversionsfläche, es ist sozusagen eine Siedlungsarrondierung, aber auch immerhin 150 Hektar, sozusagen mit einer ganz kraftvollen, gut zusammenarbeitenden Taskforce, die auch aufgestockt wurde, weil das eben über die Entwicklungsmehrwerte sozusagen finanziert wurde. Und die haben einen Dienstleister, das ist die Süddeutsche Steg, und die arbeitet denen sozusagen praktisch zu. Das umgekehrte Modell ist das, was wir in Berlin hatten, als ich Geschäftsführer der Wasserstadt Berlin war. Da war das so, da hatten wir in unserer Gesellschaft alle diese Kompetenzen. Wir hatten sozusagen von der Sozialbetreuung über die Gemeinwesenarbeit, über den Tiefbauer bis hin zu der ganzen stadtplanerischen Seite. Das war alles in meiner Gesellschaft. Und auf der Verwaltungsseite gab es sozusagen Sparring Partner, eine durchaus sehr leistungsstarke und auch durchaus durchsetzungsstarke Kooperationsstruktur, die sozusagen uns steuerte. Und das funktioniert auch. Und dann gibt es Projekte, die gibt es auch in der Republik, die will ich aber jetzt nicht nennen. Da ist es auch so organisiert, aber die Verwaltung kriegt es nicht gebacken, sozusagen diese Gesellschaft zu steuern. Und dann gibt es noch diejenigen, die eigentlich auch ganz gut sind, die aber so übersteuert werden, dass sie sozusagen ihre Kapazitäten gar nicht entfalten können. Also Sie sehen, es ist das ganze Spektrum da und man kann auch nicht. Und als Stadtbaurat, muss ich mal sagen, war ich ja auf der anderen Seite. Vorher war ich Geschäftsführer, da habe ich immer über die Stadt geschimpft. Und als Stadtbaurat hatte ich einen Entwicklungsträger, mit dem ich allerdings, das war die Hessische Heimstätte, also ein sehr starker Entwicklungsträger in Nordhessen. Und mit denen haben wir aber sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Und das war für mich, sage ich mal, als Stadtbaurat ideal, mit einem solchen Entwicklungsträger zu arbeiten. Also es gibt kein Patentrezept. Man muss das einfach ausloten. Man muss das diskutieren. Und vor allen Dingen, man muss es offen diskutieren. Man darf sich da einfach nichts vormachen. Und dann wird man auch die richtige Lösung finden. Ja, und das eine ist sozusagen die richtige Form, das andere ist auch die Frage des, sage ich mal, Mindsets, den man braucht, um so etwas zu entwickeln. Christa Reicher, Sie haben es eben gesagt auch, es geht darum, ja wirklich auch Qualität zu kuratieren, habe ich irgendwo mitgeschnitten. Ne? Also dieses Wort, was man ja so ein bisschen als Modewort überall jetzt hört, aber das ist ja auch was anderes als einfach nur entwickeln. Das heißt, man muss Akteure, vielleicht auch ungewöhnliche Akteure zusammenbringen, welche, die vielleicht auch noch nicht hier vor Ort sind, mit welchen, die hier vor Ort sind, irgendwie matchen. Wie sehr helfen einem da ganz spezielle Formate? Wir haben das Thema IBA angesprochen, das ist nicht das Einzige. Oder sollte man gar nicht so sehr über Formate reden, sondern über Personen, die das Ganze dann nachher ausfüllen müssen? Also eigentlich bin ich schon ein Format-Fan, weil ich sehe, wie Formate auch Beschleunigung in bestimmte Verfahren reinbringen, weil sie verpflichten einen, nach 5 oder 10 Jahren zu präsentieren, was man erreicht hat. Und das hört sich jetzt banal an, aber das ist einfach eine ganz wichtige Komponente, die Beschleunigung in Prozesse reinbringt, weil man weiß, da wird eine Bühne aufgerollt und da kann man nicht stehen und nichts vorzuweisen haben, egal wie groß die Bausteine sind. Das ist das eine. Das zweite ist, alle erfolgreichen Formate, die leben schon von einer gewissen Eigenständigkeit der Organisationsform, die das Ganze entwickelt. Die Seestadt Aspern ist ein Verbund von Stadtwerken und anderen Entwicklungsträgern, die sich aber auch dazu committed haben, über einen Beirat und über kritische Feedbackschleifen zu gucken nach bestimmten
Phasen, was war gut und was war schlecht. Warum haben wir hier nicht die Qualität erreicht, die wir in den ersten Bausteinen erreichen wollten und wie können wir da nachsteuern? Und das ist, glaube ich, ungemein wichtig, dass man ein Korrektiv hat, was die Qualität auf den Prüfstand stellt und nachbessert. Und meine Erfahrung ist, dass die Projekte am erfolgreichsten sind, wo sich Stadtverwaltung, die Politik, weil die Politik entscheidet, nicht die Stadtverwaltung, die Stadtverwaltung bereitet vor, die Politik entscheidet und dann eben die Bürgerschaft im Sinne eines Dialoges zu einem engen Schulterschluss committed haben. Und wenn man da noch die Universität mit ins Boot nimmt und diesen Schulterschluss organisiert und als formelles Commitment hier sozusagen hinbekommt, ich glaube, dann hat man ein super Fundament, um gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Stefan Reitschmidt, von den sozusagen jetzt nochmal den Blick in die Instrumente reingeguckt. Ne? Wir haben gehört Feedbackschleifen und das haben wir aber vorhin gehört, sowas wie möglicherweise städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen. Ist das eine Welt oder sind das unterschiedliche Welten? Kann man das irgendwie zusammenbringen, diese sozusagen diese klassischen Verfahren und diese neuen Ansprüche des Kuratierens und genau, wenn das Mikro an ist, super. Also was wäre Ihre Empfehlung auf der instrumentellen Ebene, damit man sozusagen in diesem Mindset auch gut vorgeht? Ja, das hängt auch wieder davon ab, ob es eben diesen Schulterschluss gibt zwischen denen, die Politik verantworten und denen, die sie umsetzen. Gerade bei der Bodenpolitik geht man sehr langfristige Verpflichtungen ein. Man bindet Kapital der Stadt und wenn man Erbbaurechte vergibt, kriegt man es auch nicht so schnell zurück. Das ist also eine echte Investition in die Zukunft. Und die Frage, welche Instrumente notwendig sind, um eine bestimmte Entwicklung abzusichern, das würde ich sagen, hängt davon ab, wie gut die Kooperation mit der BIMA, mit dem Vertreter des Eigentümers Bund ist. Und das kann ich jetzt in dem Fall hier nicht beurteilen. In München hat sich, wie gesagt, ausgezahlt, eine klare Positionierung der Stadt durch diesen Beschluss schon sehr früh, als die Kasernen noch lange nicht freigegeben waren, vorbereitende Untersuchungen für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen zu machen. Und es ist dann in allen Fällen, sind vertragliche Vereinbarungen bis in die letzten Jahre hinein zum Eigentumsübergang so gestaltet worden, dass ein hoher Anteil an gefördertem Wohnungsbau in München möglich gewesen ist. Also zu Konditionen, die für die Stadt gut und fair waren. Aber wie gesagt, das hängt sehr stark von den einzelnen Entwicklungen ab. Aber natürlich unterstreiche ich das, was Uli Hellwig gesagt hat. Man muss bestimmte Sicherungen einziehen und klare Signale aussenden. Und dann, glaube ich, ist in dem Fall, gerade vor dem Hintergrund, was wir eben diskutiert haben über die Entwicklungszeiträume und die Bedeutung der Zwischennutzung, ist es ganz wichtig, dass möglichst früh ein Eigentumsübergang auf die Stadt erfolgt, weil auch eine Zwischennutzungsstrategie, und das kann ich aus Erfahrung in München auch sagen, wo oft lange Zwischennutzungsphasen unter Regie der Oberfinanzdirektion in den Anfangsjahren der Konversion waren, das hat zusätzliche Schwierigkeiten. Man kann Zwischennutzungen viel besser strategisch organisieren auf das Ziel der Zukunftsentwicklung hin, wenn man der Eigentümer ist. Insofern ist auch da nicht schnell unbedingt gut, aber zügig und so, dass ein ausgewogenes Verhältnis von fairen Konditionen und zügigem Eigentumsübergang ist. Also eine ganze Menge sehr konkreter Hinweise und Tipps und ein paar richtig nochmal globalere Aufgaben, die nochmal adressiert wurden. Herr Dreyer, was nehmen Sie heute mit? Jetzt haben wir noch, wir haben so viele Mikros hier, jetzt haben wir keins mehr. Ich kann Ihnen noch meins geben, sonst alle weggewandert. Super. Ja, zuerst einmal bin ich sehr, sehr dankbar. Es ist ja gerade auch durch die Wortmeldung aus dem Auditorium immer wieder auch deutlich geworden, die wirklich Qualität dieser Diskussion, dieser Inputs, die hier gegeben wurden, das ist aus meiner Sicht einzigartig und einmalig und dafür wirklich ganz, ganz herzlichen Dank. Was nehme ich persönlich mit? Ich möchte das ganz kurz an dem Beispiel, weil es gerade auch sehr deutlich gesagt wurde, deutlich machen, dass bei uns die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik Gott sei Dank sehr, sehr gut funktioniert. Das darf ich an dem Beispiel des Ellenbrook-Quartiers deutlich machen. Die Fläche ist etwas kleiner als halb so groß, sind 18 Hektar.
Und diese Fläche haben wir, und Herr Altrogge ist hier, ist mehrfach genannt worden, haben wir in enger Abstimmung mit der BIMA bearbeitet. Wir haben gemeinsam seinerzeit das Wertgutachten in Auftrag gegeben. Wir haben wirklich sehr intensiv hier gemeinsam gearbeitet. Wir haben es genauso, wie Sie gesagt haben, als Politik natürlich, also als Verwaltung für die Politik vorbereitet und die Politik entscheidet. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber für mich steht immer fest, wenn wir der Politik empfehlen müssen, muss es rund sein, wie man so schön sagt. Und das ist aus meiner Sicht vorbildlich gelaufen. Wir hatten die große Möglichkeit, ich durfte das Projekt, so wie wir es hier realisiert haben, in München auf der Expo vorstellen und die Vorgehensweise einmal erläutern. Ich hatte erläutert, wir sind gerade in dem Waldkamp, so nennt sich das neue Quartier in Schloss Neuhaus dabei, ebenfalls eine ehemalige Kaserne, rund 20 Hektar, wo wir ebenfalls sehr weit sind und auch vom Erstzugriffsrecht aus meiner Sicht Gebrauch machen sollten. Und ich habe hier auch wahrgenommen, dass Ihre Empfehlung ja auch sehr stark hingeht, zu sagen, die Stadt sollte das Heft in der Hand haben. Das sehe ich persönlich ganz genauso. Und insofern nehme ich das sehr gerne oder nehmen wir das alle gemeinsam sehr gerne mit, so wie Sie es auch empfohlen haben, um dann hier auch einen Weg zu finden mit höchst spannenden und interessanten Anregungen. Aber auch da habe ich noch genau den roten Balken im Hinterkopf, wo Sie eben auch schreiben, das Beste ist das Erstzugriffsrecht. Und da müssen wir einfach auch schauen. Herr Honervogt hat es vorhin einmal angesprochen. Klar, die finanziellen Situationen sind für die Kommunen immer schwieriger geworden. Aber auch da sehe ich Möglichkeiten, so etwas realisieren zu können. Lassen Sie mich ganz kurz noch einen Satz sagen, auch in Richtung Martin Götzler. Ich möchte auch nicht, dass das in den, wie man so schön sagt, falschen Hals kommt. Ich habe gerade mit Frau Warnecke und auch Herrn Dr. Petrin noch mal darüber gesprochen. Wir reden natürlich über lange Zeiträume, das haben wir gerade hier auch besprochen. Aber wir haben, denke ich, gerade auch mit dem Akzelerator gezeigt, dass wir hier sehr, sehr schnell handeln können. Und das geht auch nur gemeinsam. Und Frau Reicher, Sie haben gerade so schön gesagt, das Gute ist, dass die Uni mit im Boot ist. Ich kann Ihnen zusichern, die Uni ist mit in dem Boot und das sehr, sehr aktiv. Und aus meiner Sicht, und Frau Warnecke hat es zu Beginn gesagt, war das schon ein erster Leuchtpunkt, dass eben der Akzelerator hier unabhängig von allen Themen, die hier diskutiert wurden, auf den Weg gebracht wurde. Ich hatte das Thema neue Mobilität genannt. Herr Professor Tröster kann heute nicht hier sein, aber auch da sind wir in sehr konkreten Gesprächen, um zu sagen, wenn es da konkrete Themen gibt, dann können wir uns auch vorstellen, etwas hier auf den Weg zu bringen. Frau Warnecke hatte zu Beginn gesagt, wir haben im Rat ein neues Ansiedlungskonzept ganz aktuell hier in Paderborn beschlossen. Und auch da haben wir natürlich eine tolle Grundlage, um hier auch aktiv zu werden. Also das ist auch angeklungen, in Zwischenschritten zu arbeiten. Jetzt zu starten, ja, ganz klares Ja, jetzt zu starten, in Zwischenschritten zu starten, in Teilabschnitten zu starten und Zwischennutzung zu nutzen. Ich denke, das ist ein sehr gutes Rezept. Und wenn es schneller geht, geht es schneller. Aber ich denke, und auch das ist immer wieder angeklungen, man muss es behutsam machen. Aber wir werden hier so schnell es geht, natürlich auch alles entwickeln, aber ich möchte noch mal sagen, behutsam. Und insofern, ich persönlich bin außerordentlich dankbar, und Herr Honervogt hat es so schön gesagt, diese Diskussion gehört eigentlich einmal in die vollbesetzte Paderhalle. Ja, können wir ja noch mal wiederholen. Es wurde übrigens auch ein bisschen mitgefilmt, ne? Also das darf ich an der Stelle sagen. An der Stelle vielen, vielen Dank. Erst einmal den Gästen hier auf dem Podium. Ein Applaus, denke ich mal, für die Gäste. Vielen Dank, Frau Warnecke, vielen Dank, Herr Dreyer. Und vielen Dank an Sie, dass Sie so viel sozusagen Geduld hatten. Ich denke, es war spannend. Wir hätten noch viel, viel mehr beleuchten können. Ich glaube, unsere Gäste sind noch einen kleinen Moment da. Es gibt noch ein bisschen Bierchen, es gibt noch ein bisschen Happen, ne? Und wenn Sie vielleicht noch ins Zwiegespräch gehen wollen, können wir das gerne noch machen. Ansonsten wünsche ich Ihnen erstmal einen guten und hoffentlich etwas kühleren Abend. Bis zum nächsten Mal. Ja, eine Sekunde noch eben, Dieter. Wir möchten uns natürlich... Und das ist mir und auch gemeinsam mit Frau Warnecke, aber ich denke hier im Namen wirklich auch aller Beteiligten außerordentlich wichtig, denn ich denke, es ist auch mehr als deutlich geworden, lieber Herr Dr. Petrin, dass Sie hier ebenfalls mit einem großen Idealismus mit Ihrem gesamten Team und mir ist es immer wichtig, das gesamte Team auch mitzunennen, uns hier wirklich in hervorragender
Art und Weise begleiten. Und ich glaube, da ist auch erst noch mal ein ganz, ganz dicker Applaus, Herr Dr. Petrin und seinem gesamten Team. Ein ganz herzliches Dankeschön. Ich möchte mich bei Ihnen allen gemeinsam auch noch mal, auch im Namen der Kolleginnen und Kollegen aus dem Rat und aus der Verwaltung, ganz, ganz herzlich bedanken für Ihre tollen Inputs, für Ihre Diskussionsbeiträge. Und lassen Sie uns auch hier im Gespräch bleiben. Ein ganz herzliches Dankeschön Ihnen. Das war eine tolle Bereicherung für dieses Projekt. Und noch mal einen dicken Applaus für all unsere Rednerinnen und Redner hier. Vielen herzlichen Dank. Ja, und ich möchte mich auch abschließend nochmal bei Ihnen allen bedanken. Schön, dass Sie sich alle die Zeit genommen haben, heute Abend hier dabei zu sein. Und ich möchte auf einen Termin zum Abschluss noch hinweisen. Annette Notlage, wo ist sie jetzt gerade? Hat sie hier vorne noch gesessen? Dann ist sie vielleicht gerade weg. Aber wir haben einen wichtigen Termin, auf den ich noch hinweisen möchte. Am 18. September findet hier im gesamten Quartier ein großer Tag der offenen Tür statt. Wir haben hier die Möglichkeit, Frau Warnecke hat es zu Beginn auch angesprochen, dies ist auch ein Projekt der Regionale. Und wir werden dieses gesamte Areal öffnen von 11 bis 18 Uhr. Und dazu darf ich Sie alle herzlich einladen. Geben Sie bitte diesen Termin weiter, machen Sie Werbung dafür, denn es wird zum einen die Möglichkeit bestehen, sich hier alles anschauen zu können. Es wird ein entsprechendes Kulturprogramm geben, es wird ein Musikprogramm, es wird natürlich auch etwas Essen und zu trinken geben. Und wir haben viele, viele Möglichkeiten der Besichtigung, die dann hier zur Verfügung stehen. Und darüber hinaus werden auch alle aktuellen Projekte aus dem Kreis Paderborn hier entsprechend dargestellt. Also ich denke, für Sie alle, für euch alle auch ein hochspannender Tag, an dem Sie möglichst auch alle teilnehmen sollen. Herzlichen Dank allen und ich freue mich jetzt vielleicht im Stehen noch ein bisschen zu schnacken. Schönen Dank Ihnen allen und ganz herzlichen Dank. Ich sehe, beide heimischen Medien sind noch da. Euch auch ein herzliches Dankeschön, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt heute Abend. Dankeschön. Danke.